Schönen guten Abend. Ich bin sehr stolz auf das Ankündigungsbild, was ich heute gebastelt habe, weil ich da das Nicht und das noch so toll miteinander verwoben habe, in Microsoft Paint übrigens, dass ich es dann stolz meiner Tochter gezeigt habe, die nur gemacht hat, Es hat sich herausgestellt, dass sie jemandem auf Instagram folgt, der solche, weiß nicht, Palindrome oder irgendwie, ich weiß nicht mehr, so perfekt macht, dass ich halt so abgekackt bin dagegen mit meinem lächerlichen Versuch, dass ich jetzt das einfach nochmal erwähnt haben wollte. Grüße gehen raus an meine Tochter, du hast natürlich recht, bin trotzdem stolz drauf. Ich freue mich auch fast noch mehr, dass heute die Nora Hespers wieder und die Katrin Hönicke zum ersten Mal da ist. Guten Abend. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ich freue mich außerdem, dass das Ehepaar Waschkau auch wieder zugegen ist. Guten Abend. Hallo. Guten Abend, ja, wir freuen uns auch. Das merkt auch, man. Auch über die Gäste, ja. Aber auch dich zu sehen, Tommy. Und vielen ich fand das auch ganz toll. Bin ganz begeistert, was du da gebastelt hast. Man konnte es schlecht lesen, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ich habe so gute Augen, aber als ich es dann gesehen, verstanden habe, okay. Und durchdrungen habe, fand ich es. Nein, lass, ist es schon in Ordnung. Und habe gedacht, wie soll ich das denn als Podcast-Titel machen? Aber das ist ein ganz anderes Thema, was wir heute nicht lösen werden. am Donnerstag, sage ich schon mal, ist der Alle Bekloppt-Stream zusammen mit Sophia, die sich aus Long-Covid-Löffel-Gründen für heute entschuldigen lässt, obwohl sie bei dem Thema so wahnsinnig gerne dabei gewesen wäre, aber nun stattdessen irgendwo liegt und hoffentlich zuhört. Grüße gehen raus an meine Frau in Stockwerk drüber. Wir sprechen heute darüber, was früher auch schon nicht okay war. Ich sag's jetzt einfach mal. War früher auch schon nicht okay. Zumindest ist das jetzt meine Haltung und ich gehe fest davon aus, dass sich die nicht wesentlich verändern wird. Außer man definiert dieses okay. Das könnte man ja vielleicht mal so zum Start machen, weil es ging ja, also die Frage ist, was bedeutet es denn, wenn etwas okay ist und für wen ist es denn okay? Weiß ich, Alexa, einfach weil ich das Wort definieren gerade gesagt habe, hast du Lust, da irgendwie den Anfang mal zu machen? Definiere, okay. Also ja, genau. man könnte vielleicht so rum anfangen, das, worüber wir heute reden, war früher gesellschaftlich auch da und auch natürlich nicht schön für die Menschen, denen da Dinge passiert sind. Aber es war so, dass es in der Gesellschaft nicht im Bewusstsein so angelangt war, dass man da halt offen kritisch drüber gesprochen hat. Also es war einfach nicht derart Thema, wie es zum Glück heute ist. Das macht die Situation natürlich zum einen heute etwas besser, weil man endlich drüber spricht und auch Dinge nicht mehr hinnimmt. Aber natürlich auch gleichzeitig schwieriger, weil der Gegenwind so groß ist. Also vielleicht früher war es okay in dem Sinne, gesellschaftlich akzeptiert oder totgeschwiegen, kann man ja vielleicht auch so klar sagen. Und das ist es aber zum Glück in vielen Fällen heute nicht mehr, dieses totgeschwiegen und dieses unter den Teppich gekehrt. Und da geht's ja, also wir haben jetzt überhaupt nicht so richtig klar gemacht, was eigentlich. Tommy? Genau. Ja, jetzt läufst du wieder, deine Kamera wäre kurz eingefroren. Hoppa. Aber jetzt geht's wieder. Ja, die Frage ist ja, was eigentlich? Nora, genau. Was eigentlich? Ja, was eigentlich? Wir wollen nicht drüber reden, wir müssen aber drüber reden. Also es geht, es geht um Machtverhältnisse und gewaltvolle Beziehungen, auch zwischen den Geschlechtern würde ich das mal bezeichnen. Und darum, wer eigentlich über wessen Körper verfügen darf, glaube ich, so kann man es auch bezeichnen. Das heißt, wir sprechen über eine Zeit oder im Prinzip sprechen wir über eine Form von oder darüber, dass wir in einer Welt leben, in der Gleichberechtigung im Gesetz steht, aber nicht gelebt wird, auch nicht voll verwirklicht ist. Und das hat was mit Machtverhältnissen zu tun und mit gesellschaftlicher Akzeptanz oder mit Tabuthemen auch. Und da gucken wir auf eine lange Geschichte zurück. Und das Spannende ist, dass auch wenn heute der Eindruck entsteht, dass das alles geklärt sei, dass wir in der Gesetzeslage sehen, dass das immer noch nicht geklärt ist und immer noch nicht voll realisiert ist. Ja, vielleicht möchte Kada ein bisschen genauer ausführen, ja, weil die sich in dem Thema ja auch sehr gut auskennt. Und da würde ich einfach mal rübergeben. Das wäre jetzt so der Plan gewesen, aber ja. Du kannst das auch sehr, sehr gerne übernehmen, weil der Effekt ist ja der gleiche. Und bitte. Geht es immer noch um die Frage, worüber sprechen wir eigentlich? Das darfst du dir jetzt aussuchen, wenn du nämlich da noch was dazu ergänzen möchtest, dann jederzeit. Ja, also
Was mir sofort in den Kopf kam, als ihr mich angefragt habt, auch für diese Sendung und dieses Früher, also was von früher, könnte man ja auch mal definieren, über was von früher sprechen wir hier eigentlich. Ich bin in den 90er Jahren gerade Teenager gewesen, in der Pubertät gewesen und ich würde zum Beispiel sagen, wir könnten über Fernsehen in den 90er Jahren sprechen. Also was war okay oder was fanden viele in der Gesellschaft okay, dass Dinge im Fernsehen liefen oder was wurde als in Anführungszeichen normal empfunden? Und wir greifen natürlich da auch eine aktuelle Debatte gerade auf, um eine Person, die sehr präsent war im Fernsehen, also an die ich mich auch wahnsinnig gut erinnern kann, also dass ich als Kind und als Jugendliche damals, nennen wir es doch ganz kurz beim Wort, Wetten, dass geguckt habe und das auch das Thema war am nächsten Montag in der Schule, ob man das geguckt hat und wie man das fand und welche Wette fand man am besten und so weiter. Also ich glaube, das war ein Massenphänomen in Deutschland und insofern ist das, was Nora gerade gesagt hat, so wichtig, weil das ist ein Massenphänomen war. Also in wirklich fast allen Wohnzimmern gibt dem, was da passiert ist, automatisch, das ist so ein bisschen wie bei Spider-Man, mit großer Macht kommt große Verantwortung. So, und ich glaube, genau deswegen reden wir da auch heute drüber. Und es ist auch immer noch wichtig, darüber zu reden. Und auch wenn andere vielleicht nicht so gerne darüber reden wollen, ob das okay war, was dann teilweise bei Wetten, dass zum Beispiel. Aber es gibt ja viele andere Beispiele genauso. Ja. Ich glaube, es gab einfach so eine Normalität im deutschen Fernsehen, aber ich habe gerade einen Podcast gehört über das italienische Fernsehen, wo das noch viel krasser war und bis heute auch so ist, dass insbesondere Frauen als Personen gar nicht so da waren, sondern als Deko, als etwas, was man ein Stück weit auch entmenschlicht hat und was einfach gut aussehen, sexy sein und sich ansonsten alles gefallen lassen sollte. Nora, du hast eine Geste gemacht, das muss ich für den Podcast erklären, die mich an Vicky und die starken Männer erinnert. Du hast nämlich den Finger an deine Nase gehalten. Da hab ich ich habe eine Erkenntnis. Nein, ich fand, Kada hat gerade ein Wort gesagt, das eigentlich viel gesagt? Besser... Ja, also viele Worte gesagt, aber eins, das viel besser passt als okay, nämlich normal. Ich glaube, früher war das noch normal, ist das, was wir sozusagen als Normalität erlebt und definiert haben. Nur weil etwas normal ist, ist es aber noch nicht okay. Es ist halt gesellschaftlich die Norm, also da eine Normalität. Und das finde ich ganz spannend. Also da dachte ich gerade so, okay, da kommen wir der Sache schon so ein bisschen näher, zu sagen, okay, war es halt nie, aber es war halt normal. Das war der Normalzustand, das war die Realität und die Gegenwart, mit der wir uns zu dem Zeitpunkt auseinandersetzen mussten. Ob wir uns darin wohlgefühlt haben oder nicht, spielte gar keine Rolle. Ich glaube, ich muss noch ganz kurz das einwerfen, Alexa, ich vergesse das nicht, aber ich möchte nur einmal für die Leute draußen, die da jetzt vielleicht schon den Finger heben und sagen, es war ja jetzt nicht nur in Anführungsstrichen die Rolle der Frau und so weiter, sondern es war ja auch Rassismus und ganz, ganz viele andere Dinge. In dieser heutigen Ausgabe sprechen wir tendenziell eher, vor dem Hintergrund unserer Gästinnen und so weiter, über das andere Thema, dass wir über Diversität, Rassismus und alles, das könnten wir nochmal eine eigene Sendung machen. Wisset, dass uns das klar ist und wir machen jetzt trotzdem weiter, Alexa. Ja, also eigentlich machen es zwei Punkte sogar noch schlimmer. Also Kada, du hast es ja angedeutet, man hat das als Familie geguckt, dieses Wetten, dass, um es mal ganz konkret zu sagen, und hat sich dann drüber unterhalten, wenn man überlegt, dass da Familien zusammen vorm Fernseher gesessen haben, die dann so etwas vorgelebt bekommen haben, so eine Verhaltensweise, dann macht das ja auch was, gerade mit Jüngeren, die dann irgendwie mitkriegen, ach ja, das ist ja völlig akzeptiert so. Und ich glaube, der andere Punkt ist sogar bei dieser Sendung und bei diesem Moderator im Gegenteil, dass das noch so eine Konnotation hatte von, oh, der traut sich aber was, oh, das ist aber ein toller Typ irgendwie, der ist total cool und locker und macht halt alles so, wie er denkt und setzt sich über alles hinweg, egal ob es der Person, die neben ihm da auf der Couch sitzt, gerade gut geht oder nicht. Aber das sind ja alles Profis und die wussten das ja und die sind ja da freiwillig hingekommen, passt schon. Und ich finde, daran merkt man eigentlich etwas, das auch dann in der ganzen MeToo-Debatte zum Glück ja sehr, sehr ausgeprägt dann thematisiert wurde, dass dahinter ein ganzes System steckt. Ein über Jahrzehnte gewachsenes, sehr, sehr ausgeklügeltes Hierarchiesystem, wo
wirklich so Mechanismen ablaufen, die sich teilweise völlig verselbstständigt haben. Und wenn dann jemand kommt und sagt, bis hierhin und nicht weiter, ich gehe jetzt damit an die Öffentlichkeit und sage mal, dass das eben nicht okay ist, dass das nicht die Norm sein darf, dann ist klar, dass solche Personen auch ein ganzes System, an dem wahnsinnig viel Geld und Macht hängt, zum Einsturz bringen können oder zumindest dran kratzen können. Und dann wird es eklig, dann bricht so eine Art Krieg aus und dann muss man sich auf einiges gefasst machen. Aber es ist so toll und so großartig, dass es Frauen gibt, die das gewagt haben, die wirklich gesagt haben, ich mache das nicht mehr mit, es reicht. Ja. Ich muss mich mal eben lauter machen. Das heißt nur, dass ich kurz mal aus dem Bild bin. Aber ich habe so einen Punkt, also wir haben jetzt über die Unterhaltungsshows gesprochen. Ich habe mir mal den Spaß auch gemacht, mal so alte coolen Kampfsendungen wieder nochmal, also da war ich selbst so klein, dass ich noch nicht Fernsehen geschaut habe. Aber wenn man da mal reinschaut, was da so Herr Kuhlenkampf so einfach so locker nonchalante runter erzählt, das ist ganz, ganz schlimm mitunter, was da kam. Also drauf gekommen bin ich, als es die Doku mal gab, Kuhlenkampf-Schuhe, glaube ich, hieß die. Und dann habe ich gedacht, okay, da ging es ja primär um die Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs. Das war ja da das Thema. Ich gesagt, aber was haben die denn sonst noch so erzählt? Und habe da mal so einen Deep Dive gemacht. Und da war ich auch schockiert. Also das war ja auch, wo mit Stereotypen, gerade bei Kuhlenkampf, da ging es ja um europäische KandidatInnen, wo auch immer so Stereotype rausgeballert wurden. Da waren hochintelligente Frauen, die Übersetzerin, die irgendwo bei der UNO gearbeitet haben und der war so onkelig und dann ging da mit denen um. Das war ja, also wenn man das heute sich anschaut, rollen sich einem die Fußnägel hoch. Also das nur zum Thema Unterhaltungsgenre. Und wenn man dann mal so generell altes Fernsehen aus den 70er, 80er Jahren, ich will gar nicht von den 50er und 60er Jahren sprechen, wenn man da mal hinschaut, was da für gesellschaftliche Bilder uns präsentiert worden, wie Ehen ausgesehen haben, wie die Rolle der Frau war, die berufstätige Frau, die dann auch immer sofort irgendwann hysterisch wurde, weil sie natürlich mit dem Job nicht klarkam und viel lieber zu Hause geblieben wäre und sich um den Haushalt gekümmert hätte und was da so alles für Narrative gesponnen wurden, dann sieht man natürlich in Bezug auf heute, wie sich so gewisse Dinge auch entwickelt haben, vielleicht auch zum Besseren entwickelt haben, aber immer wenn man nach hinten schaut, kann es einen eigentlich nur frösteln, was einem so präsentiert wurde als gesellschaftliche Norm. Ich finde diesen Begriff auch ganz wunderbar. Und dann wächst man da ja auf. Und die Rollenbilder sind natürlich zum einen Familie und Freunde, das ist das eine. Aber natürlich auch das, was man durch Medien mitbekommt, ist natürlich das, was dann so das Rollenbild prägt. Ganz unabhängig davon, ob man Mann oder Frau ist. Und wirklich ganz schlimm. Ich kann allen nur empfehlen, also ich habe mit meiner Tochter eine Zeit lang einfach alte Werbung geguckt auf YouTube. Und die ist wirklich vom Glauben abgefallen. Die konnte das alles nicht fassen. Und es war irgendwie auch schön zu sehen, dass sie das nicht fassen konnte, weil es in ihrer Lebenswirklichkeit Gott sei Dank jetzt so in dieser Form keine unmittelbare Rolle gespielt hat. Auf der anderen Seite war es auch ganz gut, finde ich, dass sie das gesehen hat und gesehen hat, das ist scheiße. Es hat mir auch wirklich, also es hat richtig Rock'n'Roll gemacht, weil ich habe viele Sachen, an die ich mich natürlich erinnert habe, ja, einfach jetzt nochmal so knapp 40 Jahre später nochmal angeguckt und mir gedacht, oh, das kann ich mitsingen, aber irgendwie auch schade. Ich möchte es nicht Ich mehr. Möchte es nicht mitgesungen haben können, wollen, müssen. Das war wirklich unglaublich. Meine Schwester zitierte mal einen Satz, da geht es um irgendeine Werbung, auch so Hausfrau und so, und sie fragt ihn, was er denn essen möchte, und dann gibt es diesen Satz, ach, wenn du mich so liebst, fragst, darfst du kochen, was du selbst gern magst. Oh Gott. Du liebst mich. Wow. Ich habe sie nicht wieder gefunden, aber es ist wirklich, wo ich so denke, okay, danke, das Schatz. Ist aber echt nett von dir. Ja. Und vielleicht ist das aber auch ein Teil der Antwort auf die Frage, wie es kommt, dass Menschen das Gefühl haben, hä, wieso soll das denn ein Problem gewesen sein, was ich da gemacht habe? Das war doch tatsächlich einfach überall. Also ich habe auch neulich mit meinen Kindern zusammen diese Bad Boys Serie, das sind ja Filme, Bad Boys mit Will Smith und den Namen von dem anderen Schauspieler vergesse ich immer, aus den 90ern auch geguckt, und wir haben dann irgendwann ein Trinkspiel angefangen. Immer wenn ein sexistischer Witz gemacht wurde, haben wir was getrunken. Oh, und 5 Minuten.
Das war wirklich erstaunlich, weil es ist ja jetzt einfach erstmal so ein Actionfilm und eine Komödie und ich hatte den auch eigentlich total positiv in Erinnerung. Ich hatte überhaupt nicht in Erinnerung, dass da irgendwie was besonders Kritisierenswürdiges drin passiert wäre. Und dann guckt man den so mit den Kindern und denkt, okay, ja krass, das ist uns damals überhaupt nicht aufgefallen, aber das ist total drin. Auch da ging es wieder darum, dass Frauen, und da gab es dann ja, ist mir später erst in meiner feministischen Karriere begegnet, den Bechdel-Test. Mhm. Also ein Test, den man sozusagen, also Filme unterzieht man einen Test dahin, wie eigentlich Frauen darin dargestellt werden. Das sind so Fragen wie, unterhalten sich die Frauen, die in dem Spiel mit, in dem Film mitspielen, auch mal über was anderes als über Männer oder so. Und es gibt eben sehr viele Filme aus dieser Zeit, aus den 90er Jahren, die bestehen diesen Bechdel-Test gar nicht. Das bedeutet, dass die Frauen in diesen Filmen gar keinen richtigen Charakter, keine eigene Geschichte haben, sondern die sind so Beiwerk, die sind so ein, ja, wie auch in den Unterhaltungsshows so eine Deko. Ich erinnere mich noch an das Glücksrad, also die Frau, die immer die Buchstaben umgedreht hat. Maren Gilzer. Aber immerhin müssen wir den Namen. Katrin, ich muss dich ganz dringend was zu dem Trinkspiel in Bezug zu ich habe das mit meinen Kindern gespielt fragen. Wie alt sind deine Kinder? Oder wahlweise, haben sie denn sehr viel Schnaps getrunken? Es war kein Schnaps. Nee. Wir haben also ein Trinkspiel ohne Alkohol gespielt. Das macht mich aber so froh. Aber sie sind auch schon Jugendliche. Also mit ihren Freunden trinken sie, spielen sie mit Sicherheit auch Trinkspiele, aber das endorse ich natürlich nicht zu Hause. Das macht mich wirklich sehr glücklich, denn ich habe es die ganze Zeit jetzt in meinem Kopf gehabt, wie du mit so völlig besoffenen Neunjährigen so Dreijährige, einen Film guckst, der ab 16 ist und alle sind besoffen. Und du sagst, Buch schon eingeschlafen. Ich finde den Punkt so spannend, Kada, den du gerade aufgemacht hast, dass du dich nicht daran erinnert hast, dass da was Kritikwürdiges drin war in diesem Film. Ich glaube wirklich, oder eine Frage an euch, kann es sein, dass wir manche Dinge auch wahnsinnig verklären, so in der Erinnerung, dass wir das rausfiltern, eben weil es uns damals, weil es sich halt von der Norm, von dem, was wir kannten, nicht abgehoben hat, dass wir es einfach nicht erkennen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und eigentlich müsste man ja dann rückblickend alles nochmal sich anschauen, was man damals so konsumiert hat und denken, oh Gott. Alexa, da kann ich nur sagen, wir haben mal gedacht, Sophia und ich vor kurzem, wir schauen mal die James-Bond-Filme an die wir uns nicht mehr so aktiv erinnern und haben alle aufgehört. Wir konnten das nicht mehr ertragen. Das ist einfach sowas von furchtbar. Womit ich jetzt niemanden, der oder die jetzt hier zuschaut, seinen Spaß daran nehmen will, das ist völlig in Ordnung. Aber ich kann euch nur sagen, Sophia und ich fanden es wirklich, insbesondere was das angeht, zum Kotzen. Und hören haben damit aufgehört. Es geht einfach nicht. Ja, das Interessante ist ja, dass es die Kritik, die gab es ja schon. Also es ist ja nicht so, als hätte es in den 80ern oder in den 60ern keine Feministinnen gegeben oder als hätte es keine Menschen gegeben, die gesagt haben, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Also ich meine, wenn es die nicht gegeben hätte, wären wir heute gar nicht an dem Punkt. Also wenn es nicht schon von Anbeginn sozusagen Menschen gegeben hätte, gesagt haben, das geht nicht, wären jetzt keine Frauen im Bundestag oder so. Ja, also es gab ja zu jeder Zeit Frauen, die gesagt haben, das ist ungerecht, das geht so nicht. In der Gleichberechtigung liegt auch, warum sollen Männer etwas mehr können als wir? Warum sollen sie mehr dargestellt sein? Warum sollen sie mehr Zugang zu Bildung, zu Wissen, zu Karrieren, zu Geld und so weiter haben? So, also ohne diese Frauen und ohne diese Kritik, die da war, wären wir noch nicht einen Schritt weiter. Die Frage ist halt, wo hat diese Kritik stattgefunden? Und dass diese Kritik eben nicht in Massenmedien stattgefunden hat, ist ja relativ klar. Und wenn man auf heute guckt, es gibt genau eine feministische TV-Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beim WDR, die heißt Frau TV. Das ist die einzige Sendung, die sich mit feministischen Themen beschäftigt. Das heißt, wir haben gar keine Fläche. Und in allen anderen Bereichen, auch in den Medien, sind bis heute vielfach an den entscheidenden Positionen Männer. Und zwar mittelalte, weiße Cis-Männer mit Akademiker-Hintergrund. Das denke ich mir nicht aus, das ist erhoben. Also da gibt es Studien zu, zum Beispiel wermachtmeinung.de, da kann man das nachlesen. Und da muss man dann überlegen, okay, wer entscheidet denn, welche Themen besprochen werden? Wer entscheidet denn, wo welche Kritik stattfindet? Und das hat damit zu tun, dass wir eine bestimmte Struktur innerhalb der Gesellschaft haben, ohne dass ich das irgendwie mir jetzt vorwerfen möchte. Das ist einfach die Welt, in der wir aktuell leben. Und
wenn man sozusagen sich mit der Kritik beschäftigen wollte, dann musste man sie aktiv suchen. Also dann musste man halt zur damaligen Zeit eine Zeitschrift holen wie Emma. Und wenn man mal weiß, mal davon abgesehen, dass Alice Schwarzer heute wirklich, das geht gar nicht mehr, aber wenn man mal sich anguckt, wo die herkommt, ja, in welcher Position die war, wo die sich hinkämpfen musste und wie unbeliebt sie damals auch schon war. Deswegen ist es ihr heute wahrscheinlich total egal, dass sie auch unbeliebt ist, aus anderen Gründen. Aber ja, also man kann das schon ganz gut erklären, warum sich bestimmte Personen so entwickeln, weil sie natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal auf eine gewisse Art und Weise hatten. Ne? Und trotzdem gab es immer andere Personen, die natürlich auf eine andere Weise auch kritisiert haben. Und die konnte man aber häufig entweder nur sehr polemisierend rezipieren. Also dann gab es eben diese polemischen Talkshows, da wurden dann Leute aufeinander losgelassen zu Unterhaltungszwecken. Das bringt niemandem was, außer dass es irgendwie, ja, dass man sich mal so einen Streit bei anderen angucken kann, außer dem, den man zu Hause hat. Und das dient ja nicht dem Erkenntnisgewinn, muss man sagen. Ne? Also diese polemischen Sachen, die dienen nicht dem Erkenntnisgewinn, da wird einfach die Lust am Zuschauen von Streit. Mehr passiert da nicht. Und das ist ja sehr spannend, sich anzugucken, wo hat Kritik stattgefunden, wer konnte die rezipieren. Das heißt, das war zum Beispiel häufig in akademischen Milieus. Ja, das heißt, das fand an der Uni statt. Hast du keinen Zugang zu Unis gehabt, war es schwierig, da dran zu kommen. Dabei stammt ja auch feministische Bewegungen aus der Arbeiterinnenschaft zum Beispiel. Ne? Das wird auch nicht mehr so genau angeguckt, weil diese Geschichten nicht so richtig erzählt werden. Und ich finde das wirklich spannend, sich das anzugucken, welche Frauen waren das eigentlich, die diese Ideen vorangetrieben haben. Wo kamen die her? Welche Hintergründe hatten die? Wie werden die besprochen? Wo finden wir die? Ja, wo können wir über die lesen? Und das sind immer Sonderformate, also extra für Frauen. So finde ich relativ spannend. Deswegen gibt es ja auch eine ganze Gruppe von Frauenarchiven. Also es ist wirklich ein Phänomen, das existiert und das immer auch wieder so ein bisschen um sein Überleben kämpfen muss, sind Frauenarchive, weil die genau das sehr früh auch erkannt haben. Also Alice Schwarzer zum Beispiel hat in Köln den Frauenmediaturm, das ist auch ein Frauenarchiv, eins von vielen, weil die sehr früh erkannt haben, dass sie eben ihre eigene Geschichte A, selber erzählen müssen, so wie sie erleben, und B, dass auch die Geschichtswissenschaft gar nicht so stark darauf fokussiert, was haben eigentlich Frauen für eine Geschichte, weil das auch wieder überall Männer waren und auch bis heute sehr stark dominant sind. Also allein in meiner Branche, in der Podcast-Branche sind Geschichtspodcasts Männerpodcasts. Ich überlege gerade. Denk, denk, denk. Ja, du hast recht. Ja. Ich habe noch einen. Ich kriege den nicht fertig. Ich mache ja selber. Die Anachronistin, stimmt. Die Anachronistin ist ein Geschichtspodcast. Zum Feind gemacht machen wir seit 3 Jahren. Das ist auch ein Geschichtspodcast, den auch im Hintergrund tatsächlich vor allen Dingen Frauen machen. Also die Frauen vom Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte in Köln, die machen diese Biografien und auch die Website dazu. Kann ich jedem ans Herz legen, was wirklich sehr ausführliche Biografien sind, die da besprochen werden. Aber es ist so, dass ich auf einem Histocamp, genau, Barcamp für HistorikerInnen, haben wir nämlich eine Podcast-Folge dazu gemacht, die hieß Frauen in die Fußnoten. Und dann gab es schon so einen Aufschrei, die sagen, wie in die Fußnoten, Frauen auf so, ne, wir müssen überhaupt erst Frauen zum Thema machen. Nee, das Problem ist, dass Frauen häufig nicht mal in den Fußnoten zitiert waren. Das heißt, HistorikerInnen, die dazu arbeiten möchten, finden die Quellen nicht, weil sie nicht zitiert sind. Und wenn man dann wenigstens diese Quellen in die Fußnoten schreiben würde, dann würde man es anderen HistorikerInnen, die dann nachfolgen, leichter machen, diese Quellen zu finden, die man wirklich echt sehr schwer muss. Genau, sehr schwer findet. Und ein wirklich sehr prägnantes Beispiel, das ist auch ein sehr augenöffnendes Gespräch für mich gewesen, da geht es um NS-Täterinnen. Mhm. Und es gibt eine Frau, die an wirklich einer sehr entscheidenden Stelle gesessen hat, nämlich Nana Conti. Und niemand kennt sie eigentlich, also mittlerweile ist sie wieder ein bisschen bekannter, aber das war die Reichshebammenführerin. Und die Reichshebammenführerin war dazu oder hatte die Aufgabe, die Volksgesundheit, ich mache große Tüdelchen, ja, für alle, die es im Podcast hören, zu überwachen. Das heißt, die hatte alle Hebammen des sogenannten Deutschen Reiches unter sich und die sollten in die Familien gehen und dann schon sagen, ob die neugeborenen Kinder erbgesund waren. Das heißt, in der vulnerabelsten Situation, in der eine Frau sein kann, wurde sozusagen schon geurteilt
und das Schicksal dieses Kindes in die Zukunft bestimmt. Und die sind dafür bezahlt worden, also die haben Geld dafür gekriegt. Natürlich hat Nana Conti auch dafür gesorgt, dass jüdische Hebammen aus dem Beruf gedrängt werden. Sie hat auch viele Rechte für Hebammen erkämpft, das muss man dazu sagen. Deswegen macht es das unglaublich schwierig, weil es eine sehr ambivalente Figur ist, mit ihrem Andenken umzugehen. Deswegen hat man da lange nicht dran gerührt. Aber wenn man sich mal anguckt, welche Position diese Frau in dieser ganzen Konstellation hatte und wie wenig sie besprochen ist, ist es hochspannend, zumal ihr Sohn Leonardo Conti eine Zeit lang Chef der Reichsärztekammer gewesen ist, also Leonardo Conti. Und wenn man das googelt, da wird einem auch schlecht, weil er nämlich bestimmte Entscheidungen mitgetragen hat. Also ich will das nicht so tief machen, weil einem dann wirklich sehr schlecht wird, aber darüber habe ich ein Gespräch geführt und ich war einigermaßen entsetzt darüber, dass das so unbekannt ist und dass es sozusagen erst jetzt Anfang der 2000er, Katharina Peters heißt die, genau, ich meine nur Anna-Katharina ist es aber nicht. Die heißen nicht alle Ann-Kathrin oder Anna-Katharina. Aber Katharina Peters, die hat es halt in ihrer Doktorarbeit aufgearbeitet. Das ist die erste, die das sozusagen sehr intensiv bearbeitet hat. Und die Urenkelin von Nana Conti, die macht es heute in künstlerischer Art und Weise. Also die geht mit dem Erbe ihrer Großmutter, Urgroßmutter in künstlerischer Art und Weise um und auch ihrer Großmutter, weil in dieser Familie der Rassismus sehr stark vertreten war. Also, und die hatten so einen Ethnorassismus, also jetzt in ihrer Vorvorinnenfamilie. Heute nicht mehr, aber die versucht sich damit auseinanderzusetzen, künstlerisch. Aber es ist wirklich sehr spannend, dass diese wirklich machtvollen Frauen nicht als solche, nicht mal als solche erkannt werden und entsprechend nicht besprochen werden. Aber machtvoll ja auch nur, weil sie, Entschuldigung, dass der kurz reingeht, Tommy, weil das ja einem Zweck gedient hat. Also das war natürlich der Einfluss des Faschismus auch auf das private Leben, weil natürlich die Frauen im Dritten Reich eine ganz klare Rolle hatten. Man kann über den großen Teich gucken, da würde man, glaube ich, drüben, zumindest Teile der Vereinigten Staaten von Amerika, wollen ja wieder so eine Rolle haben. Also Kinder gebären ist erstmal zentral wichtig und auch nichts, eigene Gesundheit darf da gerne für auch riskiert werden. Ein ganz anderes Thema nochmal, aber da sind wir dann ja bei den 30er Jahren und Deutschland, wo, oder generell faschistischen Staaten, wo ja auch eine ganz klare Rolle ist. Also da wird dann eine Frau natürlich nur an die Macht gesetzt, nicht? Ist die nicht an die Macht gesetzt? In dem Fall ist Nana Conti tatsächlich die treibende Kraft. Die wollte an diese Position, die hat ein Netzwerk unterhalten, die hat ganz bewusst, die hat eine Hebammenzeitschrift selber rausgegeben, die hat sich ganz bewusst an diese Position gesetzt, weil sie es auch konnte, weil die Familie schon in einer gewissen Schicht war. Also das ist nicht so, man hat die nicht genommen, die war nicht eine Marionette von irgendwem. Also auch da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht sozusagen den Frauen die eigene Motivation... Genau. Ah ja, und da das Klischee wieder drüber stimmt. Moment, ich wollte nur sagen, also die Motivation meinst, von ihr selber... Bereich der auch Frauen... Generell die Rolle der Frau. Also jetzt nicht von ihr, das gut, dass du es nochmal erwähnt hast, ein ganz wichtiger Punkt, sondern generell, aber das funktioniert natürlich auch besonders gut in einem System, wo sozusagen die Rollen so festgeschrieben beziehungsweise wo es ja auch um das Thema Reichsgesundheit, da gab es dann ja auch die Anstecknadeln für die besonders viele Kinder bekommen haben. Also das war ja so ein System insgesamt, wo du dich dann da auch gut hinbringen konnte. Naja, wobei, also wenn wir negieren, dass es Faschistinnen gibt, dann haben wir natürlich auch nicht das Ganze. Wollte ich nicht tun. Das Interessante ist, das, was Alex sagt, ist natürlich deswegen relevant, weil das dafür gesorgt hat, dass sie entpolitisiert wurde und deswegen auch nicht als handelnde Akteurin im Nachgang besprochen wurde. Also da ist es dann doch schon wieder relevant, aber das ist nicht, das ist sozusagen die Fremdzuschreibung, das ist nicht das, was sie angetrieben hat, sondern das, was man sozusagen von außen draufpackt. Vielleicht noch eine, Tommy, sorry, eine kleine Ergänzung zum Thema früher und so weiter. Vielleicht können wir da auch ganz weit zurückgehen. Ich erinnere mich, dass es, als ich Anglistik studiert habe, noch so Anfang der 2000er, so ganz zarte Versuche gab, da auch schon so ein bisschen so die Gender-Geschichten mit reinzubringen in den Studiengang. Und die Dozentin, die das gemacht hat, musste sich da auch so ein bisschen belächeln lassen. Die hat ein Seminar gemacht zum Thema Frauen und Lesen im englischen Mittelalter. Und das war eins der beeindruckendsten, die ich überhaupt in dem Fach besucht habe. Das war genial, weil wir da wirklich mal
historische Frauenpersönlichkeiten besprochen haben und festgestellt haben, die Kämpfe, die die ausgefochten haben, so sehr haben die sich gar nicht unterschieden. Also wir haben da zum Beispiel sehr, sehr lange über Marjorie Kemp gesprochen, die es geschafft hat, sich im späten Mittelalter, frühen Neuzeit aus ihrer Rolle zu befreien. Die hat es angestellt, als eine Frau zu gelten, die Visionen empfängt, und die durfte dann als eine von ganz, ganz wenigen Frauen eine Pilgerreise machen, was völlig ungewöhnlich war. Und die war eben auch belesen, auch völlig ungewöhnlich. Also das heißt, die hat es geschafft, sich von ihren Fesseln zu befreien, von ihrer festgeschriebenen Rolle zu befreien, mhm, und sich im damals vorherrschenden Glaubenssystem zu behaupten und ein Stück Selbstständigkeit zu erkämpfen. Total beeindruckend, werde ich nie vergessen. Mir ist liegt die ganze Zeit auf der Zunge Theresa Hanig, die Autorin, die auch hier ein paar Mal schon zu Gast war, die sich wirklich redlich gemüht hat, dass bei Wikipedia Fantastikautorinnen sichtbar werden. Mhm. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, aber das war eine dermaßen unangenehme Kacke, weil man wirklich den Eindruck gewinnen konnte, und ich glaube, der war wohl auch zurecht gewonnen, der Eindruck, dass sich die vorrangig männliche Wikipedia-Community da völlig drüber aufgeregt hat, weil sie der Meinung waren, das ist unnötig. Und ich kann das überhaupt nicht fassen. Wie kann man denn das für unnötig befinden? Also wie kann man vor allem als Mensch, also insbesondere als Mann, da nicht einfach sagen, das ist doch grundsätzlich jetzt erstmal nichts, was mich gefährdet. Ich hatte so den Eindruck, das scheint aber vielleicht auch bei anderen, also so generell bei diesem Thema zu sein, dass viele Männer irgendwie das Gefühl haben, es bedroht sie, wenn Frauen sichtbarer werden. Okay. Und da kann ich mir irgendwie nur denken, ja, aber was hast denn du dann für ein armseliges Selbstwertgefühl, beziehungsweise keins, wenn es das schon für dich ein Problem ist, wenn sich Leute aufregen, dass sie denken, ja, die Lise Meitner, die hat da damals das, ja schon, aber der Otto Hahn hat, ja. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie man das auf sich selbst, also welche Agenda man als Mann hat, vielleicht könnt ihr das ja erklären oder haben könnte, dass eine insbesondere jetzt zum Beispiel historische Persönlichkeit oder eine Persönlichkeit wie eine Autorin und so weiter, dass die jetzt Öffentlichkeit bekommt, dass das für eine Person, eine männliche Person, diese Abwehrhaltung erzeugt, als wäre das eine Gefahr. Nein, wir hatten ja gerade diesen Fall mit dem Autor, der den Preis nicht bekommen hat. Ja, ja. Ja gut, der hat jetzt tatsächlich, der hat jetzt ein Geld nicht bekommen. Das ist ja, ich will jetzt, nachdem ihm vorher sehr viele Preise hinterhergeworfen. Ja, also ich will den ja überhaupt nicht verteidigen oder irgendwas. Ich finde das völlig armselig alles. Ich meine nur, diese Menschen, die mir so gerade im definitiv, die Menschen, die mir gerade so im Kopf sind, sind so Leute, die eigentlich meiner Meinung nach gar keinen Nachteil davon haben können, dass man jetzt zum Beispiel Fantastikautorinnen auflistet. Ich meine, wie kann man nur? Es gibt so einen schönen Begriff, der heißt Definitionsmacht. Aha. Und ich glaube, darin liegt die Antwort. Also das habe ich auch erlebt. Ich habe bestimmt auch schon über 10 Jahre her auch mal diese Mission kurz verfolgt, die Wikipedia zu verändern, weil ich auch genau dieses Gefühl hatte, wie ja viele andere Frauen auch. Es gibt zu wenig Artikel über historische Frauen, es gibt zu wenig Artikel über Frauen generell, und deswegen gab es auch immer so Editor-Thons, wo Frauen sich zusammengesetzt haben und dann eben Artikel über Frauen geschrieben haben und so. Mhm. Und ich weiß, dass das von der Wikimedia, also von der sozusagen Dachorganisation, die Wikipedia organisiert, auch sehr gewünscht war und dass es da totale Offenheit gab. Aber Wikipedia ist natürlich ein Feld der Administratoren, die teilweise da auch schon, also ich erinnere mich, wann ging das los? 2002 oder so, ne? Habe ich zum ersten Mal von der Wikipedia mitbekommen. Die ist ja auch schon sehr alt. Mhm. Und da sind sehr lange Menschen schon in diese Rolle reingewachsen. Die musste man sich ja auch verdienen, Administrator zu sein. Also jemand, der über die Wikipedia wacht. Der darüber wacht, wenn ich gender extra nicht, das da bemerkt, drin. Ja. Was da drin steht und was nicht. Und das ist eine Macht. Und wir haben dann auch gemerkt, dass in dieser Diskussion darüber viele Widerstände da waren bei ganz vielen Leuten, die so ein Gefühl hatten von, wir haben doch hier nur unser Bestes gegeben, und auf einmal kommen diese Frauen und diese Feministinnen und kritisieren uns.
Und wollen da irgendwie Dinge reinschreiben, die da garantiert schon längst drinstehen würden, wenn sie wirklich wichtig wären. Weil es kann ja nicht sein, dass wir das übersehen haben. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Ego-Ding. Das klingt so ein total Ego-Ding. Nachvollziehbar. Mhm. Ja, finde ich auch. Ich kann es auch so gefühlsmäßig, kann ich mich so wirklich sehr gut da auch reinversetzen. Ich hab gerade nochmal geguckt, ob es noch drinsteht. Deswegen habe ich gerade auf mein Handy geschaut. Das ist ganz lustig. Das führt nämlich dazu, dass immer noch drinsteht, dass der Name Hoaxilla irgendwie von Godzilla abgeleitet wird. Und ich habe das dann mal geändert. Ich habe mir einen Zugang gemacht und habe das geändert. Und dann hat man das zurückgeändert. Ja, und dann habe ich gesagt, ich habe mir das ausgedacht. Ich werde es doch wohl wissen. Und das hat aber diesem Wiki-Media-Redakteur da nicht gereicht. Ja. Du musst eine Quelle liefern. Das reicht nicht aus. Du musst es einfach auf deine Webseite schreiben und dann verlinkst du die als Quelle. Deswegen steht jetzt beides drin. Das ist sehr lustig. Die Namensfindung ist jetzt uneindeutig von unserem Podcast. Das fand ich sehr, sehr lustig, weil ich mich da im Hintergrund mit so einem Editor rumstreiten muss. Das war sehr amüsant. Bernhard Hoecker hatte ganz lang in seinem Live-Programm eine Fehde, also während des Live-Programms auch immer erzählt, mit einem Typen, der ihm immer wieder was zurückgeändert hat, wo Bernhard sagt, nein, in meinem Artikel, der mich betrifft, ist der Fakt X so, hier sind die Belege. Und der andere Typ hat es immer wieder zurückgeändert und gesagt hat, nein. Das ist schon wirklich erstaunlich, was uns natürlich jetzt ein bisschen wegführt von dem Thema, aber... Entschuldigung, nee, aber... Tut es nicht, weil ich würde gerne was ergänzen. Ja, tut mir leid, aber es hat auch was mit Strukturen zu tun. Es hat was dazu mit zu tun, wer hat die Zeit, wer hat die Zugänge. Wenn man sich mal anguckt vor 20 Jahren, wer hatte denn die ganzen Computer, wer hatte die Internetanschlüsse, wer hat die Freizeit gehabt zu arbeiten, wer hatte die Freizeit neben der Arbeit, weil er sich eben nicht um Kinderbetreuung kümmern musste, diese Wikipedia-Artikel anzulegen und. Dann ist ganz klar, warum das vor allen Dingen Männer sind. Die ganze Tech-Szene, also auch wenn man sich die frühen Zeiten im Podcasting anguckt, das sind sehr viele Männer aus der Tech-Szene gewesen und deswegen waren die schon da. Ja, ja, und die Alexa, das heißt, die keine Lust hatte. Genau. Die kamen viel später. Und die haben damit sozusagen, weil sie schon da waren, haben sie ein Selbstverständnis. Das ist das Selbstverständnis, dass wenn man da ist, dann sozusagen aus diesem Sein, ja, aus diesem Sein einer Männergesellschaft ein Sollen zu interpretieren, so soll es auch sein. Das ist normal. Für uns ist das normal. Und wenn dann von außen plötzlich diese Fremdwesen reinkommen, ja, diese weiblichen Fremdwesen und sagen, ja, wir haben auch Ideen, wir können das auch, wir haben technisches Know-how, wir wollen da mitmachen, dann wird das als Störung empfunden, weil es natürlich das System erstmal durcheinander bringt. Wenn da jemand sagt, hey, ich komme hier mit einem Selbstverständnis, ich habe hier auch einen Platz zu haben, jetzt rück mal ein Stück zur Seite, ja, kneif mal die Beine zusammen, dann wird das natürlich als Affront gesehen, ja. Ich wäre ja nicht zuerst da, sondern ich komme ja jetzt danach. Das heißt, ich kann gar nicht so gut sein, weil ich vorher noch nicht da war. Und das macht schon was. Das hat mit Machtverhältnissen zu tun. Das heißt, hier geht es nicht nur um Definitionsmacht, sondern auch um ein Selbstverständnis. Und wenn du sagst, warum fühlen sich Männer gefährdet, zeigt das eigentlich auch schon, wer als Maßstab gilt. Es ist der Mann. Also ne, die Frau gefährdet den Mann, nicht umgekehrt. Dabei ist es häufig umgekehrt so, ne, wenn wir auf körperliche Gefährdungen gucken, aber auch auf gesellschaftliche Gefährdung. So. Und das ist interessant. Also das ist sozusagen, der Mann wird als Maßstab gesehen und die Frau als Abweichung von diesem Maßstab. Mhm. Und das ist ganz tief in uns verankert, wegen der Bibel. Sogar so weit, dass es bis in die Medizin reicht, wo Männer ja auch der Standard sind sozusagen, ja. Das ist alles frustrierend. Genau. Tut mir leid. Nein, deswegen sitzen wir hier. Den Anstoß gegeben hat ja natürlich der Typ, dessen Namen wir heute ja gar nicht aussprechen, und zwar Thomas Gottschalk. Der hat sich, ich finde, sowas von dermaßen zur Megawurstnase gemacht. Und interessanterweise musste man dann als halbwegs vernunftbegabte Person feststellen, das war ja immer schon wurstnasig. Und mir ist vorhin so eingefallen, dass der seine weiblichen Gäste so antatscht. Das war schon damals Thema. Ich erinnere mich daran. Das war immer schon Thema. Man hat es aber dann irgendwie so weggeonkelt meistens. Mhm. Oder vielleicht haben andere Männer es weggeonkelt in irgendwelchen Medien. Und als aber dann der Wolfgang Lippert mal moderiert hat und der hat den Paul McCartney angefasst, da war dann sofort der Ofen aus und der war sein Job los.
Stimmt, Lippi hat gegrabbelt, ne? Was grabbelt der Lippi den echt? Ja, den Paul McCartney so an, das ist ja total unangenehm. Und der war dann raus, aber Gottschalk, der durfte bis im letztes Jahr durfte da noch irgendwie rumgrabbeln. Und das war irgendwie, das hat man dann immer so, das Gottschalk wieder gesehen, also unglaublich, was der sich rausnimmt. Genau. Lustig, ne? Ja, und was er anhatte, ne? Unfassbar. Unfassbar. Mhm. Und ich habe in meinem Hirn das nicht zusammengebracht mit dem, was Gottschalk für mich früher, als ich noch klein war, eigentlich verkörpert hat. Und zwar war der ein Rebell damals. Er war ein Rebell, weil er sich nichts geschissen hat. Genau. Denn er hat, und jetzt merket auf, auch früher schon nicht nachgedacht, was er sagt. Und da fand ich das cool, dass der einfach einen raushaut. Und heute denke ich mir, ich weiß nicht, ich fände es eigentlich ganz gut, wenn du ab und zu mal nachdenkst, was du sagst und was du machst. Also früher fand ich das richtig den Knaller, weil der keinen Respekt hatte. Wie großartig. Endlich jemand, der in dieser Loriot-Welt, in der ich aufgewachsen war, keinen Respekt hatte, offensichtlich. Und dann stellt sich der als der Onkel aller Onkels raus und sagt irgendwie, stellt sich hin und sagt, ja, die Leute sollen mal Jimi Hendrix hören. Finde ich übrigens auch, aber halt vielleicht nicht nur und auch nur dann, wenn es einem Spaß macht und wenn man sich dafür interessiert. Ich bin, also das ist in meinem Hirn, bringe ich das ganz schwer nur zusammen. Aber das Tolle ist, die Katrin und die Nora, die erklären mir das jetzt. Katrin, willst du anfangen? Jetzt sage ich Katrin und Kada durcheinander, egal. Ja. Oh, es ist für mich natürlich nicht so eine Identifikationsfigur. Also was auch damit zusammenhängt, dass ich glaube, wenn man das als kleines Mädchen gesehen hat, man so ein Unwohlsein immer schon gespürt hat. Mhm. Und das ist vielleicht auch was, was Jungs und Mädchen dann unterscheidet, wenn sie Wetten, das am Wochenende gesehen haben. Das konnten wir natürlich nicht verbalisieren, aber es ist dann vielleicht am nächsten Schultag aufgefallen oder hat sich dann vielleicht auch darin geäußert, dass es völlig normal war, wenn die Jungs den Mädchen die Röcke hochgezogen haben und darunter geschaut haben und also sozusagen so eine Übergriffigkeit dann auch unter Grundschulkindern wohlgemerkt auf dem Schulhof stattgefunden hat. Und man auch dann als Mädchen, wenn einem das passiert ist, wir reden gerade in den vergangenen Wochen sehr viel über den Fall Gisèle Pelicot in Frankreich, die diesen großartigen Satz gesagt hat, die Scham muss die Seite wechseln. Ja. Und der so stark bei, ich glaube, wahrscheinlich allen Frauen resoniert, weil wir alle das kennen, dass die Scham bei uns ist. Und das hat wirklich in der Grundschule angefangen, wenn solche Dinge einfach passiert sind und man hat nichts gesagt. Man ist damit nicht zu den Lehrern, nicht zu den Eltern und nicht mal zu den besten Freundinnen gegangen und hat gesagt, hey, mir ist das und das passiert, das hat sich nicht gut angefühlt oder irgendwas. Man konnte das nicht verbalisieren, dass das nicht in Ordnung war. Also dieses Thema von heute, das war damals schon nicht okay. Das wussten wir gar nicht, dass das nicht okay war. Genau. Wir dachten, okay, das hat sich jetzt wirklich schlimm angefühlt und ich zitter vielleicht auch im Körper und ich habe vielleicht auch Albträume davon und ich habe auch so ein bisschen Angst, am nächsten Tag in die Schule zu gehen. Ich ziehe besser keinen Rock an. Ja, es steht ja auch im Chat gerade. Deswegen habe ich nie Röcke getragen. Genau. Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, dass das ist nicht Thomas Gottschalks Schuld, aber es ist die Schuld einer Gesellschaft, in der das so normal war. Ja. Und das, ich finde total spannend, Kada, dass du gerade gesagt hast, ne, Thomas Gottschalk war für mich keine Identifikationsfigur. Also auch das sagt ja was. Ne? Frauen können angeblich keine Unterhaltungssendungen moderieren. Wenn wir uns angucken, dass... Aber Anke Engelke war das doch, die einen Late-Night-Talk haben sollte. Ne? Die war super, ehrlich gesagt. Das hat sich aber nicht lange gehalten, weil Anke Engelke, Überraschung, nicht Thomas Gottschalk war und nicht Harald Schmidt und weiß ich nicht, wie sie alle hießen. Also diese unangenehmen Typen. Ja, die wurde kaputtgeschossen von Rudi Carrell und Co. Es war einfach nur ekelhaft. Genau, so. Ja. Und da muss man ja auch mal gucken, wer hat da schon wieder die Diskursmacht. Es konnte, also sie hat es nicht geschafft, weil es nicht hat sein dürfen. Ja. Ja, weil die Männer, die das Showbiz erfunden haben und die selbstverständlich jederzeit als Moderatoren irgendwo anfangen können, die durften es nicht. Und es ist noch gar nicht so lange her, da wurde gefragt, auch nach Moderatorinnen für Fußballsendungen, für eine Fußballabendshow oder so.
Und da hat ein hochrangiger Mensch aus der ARD gesagt, naja, die Frauen würden ja alle nicht wollen und es wäre ohnehin keine Frau, die eine Qualität hätte, wie zum Beispiel ein Kai Pflaume. Und das gibt's doch nicht. Das sind 5 oder 6 Jahre her. Das kann man, glaube ich, sogar noch googeln. Und da habe ich erst, da habe ich Schnappatmung gekriegt. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und das sozusagen auch da, der Maßstab ist ein männlicher Moderator, weil es von den Frauen halt nicht so viele gibt. Und es ist ja erst jetzt seit kurzem so, dass mehrere Frauen eigene Formate haben. Sei es jetzt Anja Reschke mit Reschke TV, sei es Caro Kebekus, die sich das selbst ermöglicht hat. Ja, die hat es sozusagen. Die hat es einfach gemacht, so, aber das, da hat niemand drauf gewartet, das hat auch erstmal keiner gefördert, sie hat es halt erstmal gemacht und das ist wirklich ganz interessant zu beobachten, dass wir jetzt erst dahin kommen, dass es sozusagen so ein Selbstverständnis hat und es hat auch mit Social Media zu tun, es hat damit zu tun, dass wir uns selber Sendefläche schaffen können. Mhm. Ich habe ja angefangen zu podcasten, weil ich gerne moderieren wollte. Ich habe mich halt nirgendwo durchsetzen können. Das hat bestimmt auch den Grund gehabt, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so weit war. Ist ja auch nicht so schlimm, aber ich weiß, als ich 2018 mit beiden meiner privaten Podcasts, also sowohl mit Die Anachronistin als auch mit Was denkst du denn, für den Grimme Online Award nominiert war, hat es der Leiter der Redaktion, bei der ich damals war, das war keine Sportredaktion, nicht geschafft, mir zu gratulieren. Weil ich es gewagt, also ich meine Interpretation, ich weiß es jetzt natürlich nicht, ne? Mhm. Aber ich glaube, dieses, wie kann sie es wagen, also dieses sich selbst zu veröffentlichen, sich selber eine Plattform zu schaffen, niemanden fragen zu müssen, ob man was man moderieren kann, sondern es einfach zu machen und das anscheinend auch noch so gut zu machen, dass es zumindest erstmal nominiert wird, ne? Also für preiswürdig erachtet wird. Das war schon dreist von mir. Das muss man schon so sagen, ne? Ja. Und ich meine, Carla, du weißt, dass 2014, 15, 16 waren nicht viele Frauen, die gepodcastet haben oder auch nur mehr als einen Podcast hatten. Absolut. Und das war schon also, ungewöhnlich. Es war damals bei RTL Samstagnacht vor sehr, sehr langer Zeit. Ich habe es immer sehr gerne geguckt. Das freut ich mich auch. Sehr, aber wisset, wir hatten ein irres Problem, weibliche Autorinnen zu finden. Also es war, und damit sage ich weder, dass es die nicht gab, noch sage ich, dass es nicht genug talentierte Frauen gibt. Ich sage nur, wir konnten sie nicht finden. Sie waren nicht sichtbar. Da hat sich auch jetzt kaum jemand bei uns gemeldet oder was. Ich glaube, ein oder zwei gab es irgendwie. Und man muss natürlich auch sagen, dass sie es dann in dieser auch ansonsten männlich dominierten Situation innerhalb eines vollgerauchten Autorenzimmers voller Männer, aber dafür ohne Fenster, auch jetzt per se nicht leicht gehabt hätten. Und mit Hugo und Jackie als Produzenten, die schon grundsätzlich gesagt haben, was lustig ist, ist lustig, aber halt auch zwei Männer sind. Und Comedians, wo jetzt zwei Frauen, vier Männer. Also selbst da wäre es, war es dann, nehme ich mal an, auch nicht einfach, aber es war schon nicht möglich, sie überhaupt zu identifizieren. Und das finde ich an Social Media so großartig, denn wenn du jetzt heute mal bei Instagram guckst, wie viele weibliche Comedians findest du denn? Ich würde fast sagen, ich sehe mehr weibliche, talentierte Menschen als männliche, zurzeit zumindest. Aber vielleicht liegt es auch daran, was ich halt anklicke und was ich gut finde. Klar, Algorithmus. Aber ich bin so fasziniert, wie gut diese Leute sind. Und dass das halt eben tatsächlich auch Leute sind, die einfach zu Hause, wo du den Eindruck hast, ja, die sind zu Hause und machen diesen Kinderaufziehjob, haben aber offensichtlich ein irrwitziges Talent und sollten dringend eigentlich mindestens zusätzlich noch was anderes machen, weil die so gut sind und so ein tolles Gespür haben für Gags. Und ich feiere das jedes Mal, wenn dann diese Leute plötzlich dann in irgendeiner Serie auftauchen und ich sie in irgendeiner Rolle in der Serie sehe, wo ich denke, wie geil, dass Produzenten oder Produzentinnen da hingeguckt haben und gesehen haben, hey, Moment mal, ich kann richtig was, warum ist die nicht in meiner Serie? Und das gab es halt damals nicht und deswegen unterstütze ich das total, was du sagst, Nora, sind Menschen, die sich ihre Öffentlichkeit jetzt im Rahmen der Möglichkeiten, die Social Media und der fucking Algorithmus bieten, selbst machen können und man stellt plötzlich fest, da gibt es eine ganz große Menge, wir haben sie nur nie gesehen oder gehört. Und sie haben auch nicht so in dieser Form, wie Männer das tun, offensichtlich auf sich aufmerksam gemacht oder machen können. Oder ihre Eltern haben gesagt, was willst du jetzt schreiben, bist du bekloppt? Wir wissen es nicht. Ja. Nee, es gehört halt viel dazu, ne? Also es gehört halt einfach zum Beispiel dazu, dass du die Möglichkeit hast, dich zu finanzieren. Also wenn ich überlege, mein Weg in den Journalismus ist unglaublich
unwahrscheinlich gewesen. Ja, ich habe es mit nur einer bezahlten Hospitanz in die Sportredaktion geschafft. Gut, nicht als Journalistin, sondern erstmal dazu, Sendeabläufe zu kopieren, Kopierstaus zu reparieren, Excel-Tabellen gerade zu ziehen und so. Egal. Aber das war mein Fuß in der Tür. So, und da habe ich mich dann so reingesnaked. Aber ich hatte, also, ich wusste ich nichts davon, wie man in den Medien arbeitet. Meine Mutter war Physiotherapeutin, mein Vater war Lehrer auf dem zweiten Bildungsweg, aber jetzt so akademische Hintergründe hatte ich da nicht. Ich kannte niemanden in den Medien. Dass man dann direkt bei der Sportschau anfängt, ist eigentlich total unwahrscheinlich. Ja, das ist so, keine Ahnung, das ist dann da irgendwie reingerutscht. Und das war nur möglich, weil ich nebenbei dann halt einfach noch ganz viel gearbeitet habe. Also ich habe mein Studium ja selber finanziert. Auch da hatte ich keine Unterstützung von den Eltern. Und ich habe dann selber gearbeitet und habe irgendwann auch mehr gearbeitet als studiert. Aber da überhaupt reinzukommen, war einfach unglaublich schwierig. Und mein Weg war wirklich ein sehr langer. Und das gilt halt für viele Frauen, ne? Also zum einen, wir haben keine Vorbilder. Ne, es gibt nicht viele, viele Vorbilder. Mein Vorbild war Kai Ebel, weil der auch aus Mönchengladbach kam. Das war. Oh. Das ist so. Man sucht sich halt irgendwie eine Möglichkeit. Ich dachte, naja, wenn der es aus Mönchengladbach in die große Welt schafft, dann kann ich das auch mit seinen komischen bunten Händen. Ja, aber ich als Frau, die in den Sport wollte, da war nicht viel. Also Sabine Hartelt möglicherweise, die Anfänge von Sabine Töpperwien. Ich hieß aber nicht Sabine, war schwierig. Dann geht's nicht, genau. Dann ist die Tür zu. Nee, aber also genau, aber man wusste halt nicht so richtig, wie komme ich da rein, was mache ich da? Und natürlich war das irgendwie, als ich 2003 angefangen habe, war ich eine von wenigen Frauen. Da waren nicht viele. Das ist heute ganz anders, aber das war nicht so. Und deswegen finde ich das so spannend. Also sozusagen, wir brauchen Identifikation, wir brauchen Repräsentation, wir brauchen aber auch Frauen, die darüber sprechen. Wir müssen sagen, wie ging denn der Weg da rein? Ja, das ist ja nicht, man landet ja nicht einfach mit so einem Fingerschnippen plötzlich auf irgendeinem Bildschirm oder an irgendeinem Moderationsmikrofon oder so. Und ich habe das halt irgendwie selber rausfinden müssen. Und dieser Weg war wirklich sehr lang, weil ich zum Beispiel nicht gut genug war für ein Volo. Ja, ich habe kein Volo gekriegt, weil ich nicht damit groß geworden bin, dass bei uns am Frühstückstisch schon Zeit und Süddeutsche gelesen wurden. Mhm. So. Mhm. Bin damit nicht sozialisiert worden, deswegen konnte ich viele Fragen nicht beantworten. Auch wenn ich gar nicht so dumm bin wahrscheinlich. Nein, nicht so. Und der, mein Gott. Und der Alexander und ich haben uns ja schon oft darüber unterhalten, dass wir festgestellt haben, wie privilegiert wir aufgewachsen sind. Ne? Weiß und männlich. Mhm. Ich dachte schon immer, ich habe mich da hochgekämpft und ich habe mir nichts schenken lassen und so weiter und so fort. Und ich muss dann einfach mal zugeben, im Vergleich, keine Ahnung, zu einer von den, von mir aus jetzt, türkischen Mädchen in meiner Schule, hatte ich es schon deutlich leichter. Die hätte es verdammt schwer gehabt, das überhaupt machen zu können. Und zwar aus ganz vielen Gründen, was ich gemacht habe. Oder mir auch rauszunehmen, wenn man es jetzt mal so will, was ich mir rausgenommen habe. Und das ist eigentlich ein unangenehmes Gefühl, aber es ist auch befreiend, finde ich, das einfach mal laut auszusprechen. Darum habe ich es jetzt nochmal gesagt, weil es sich ganz gut anfühlt. Gilt aber für mich auch, und Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche, aber es gilt natürlich für mich auch, ne? Also gegenüber einer Frau, die irgendwie mehrfach marginalisiert ist, die Rassismus erfährt oder so, aus einer Familie kommt mit sehr vielen Kindern, wo vielleicht Deutsch auch nicht zu Hause die Hauptsprache, die Muttersprache war, super privilegiert, ja? Also da ist das, was ich machen musste, Kindergeburtstag gegen. Ja. Das würde ich von mir auch sagen, ja. Mhm. Okay. Zeigt nochmal ganz gut, warum dieser Satz, ganz am Anfang habt ihr gesagt, wir sprechen heute nur über die Geschlechterfrage. Und ich dachte so, ist das schaffen nicht ein wir bisschen nicht. Das ist, ja, weil es ist auch einfach, es hängt eben doch noch so viel mehr da dran. Also es gibt eben einfach so viele Formen von Benachteiligung in der Gesellschaft, die miteinander zusammenhängen. Also da, die kann man gar nicht getrennt voneinander denken und die Mechanismen sind auch einfach so ähnliche. Also mir hat mal jemand Intersektionalität so wunderbar erklärt, dass er gesagt hat, naja, letztendlich geht es meistens darum, Dinge oder Benachteiligungen
durch Biologisierung zu rechtfertigen. Also diese Person kann natürlich kein Bundeskanzler werden, ist mir vorhin eingefallen. Es gab irgendwie, ich glaube noch zu Schröders Zeiten und ich glaube kurz vor der Wahl, vor der Merkel Bundeskanzlerin wurde oder auch 2002, ich weiß es gerade nicht mehr, eine Umfrage und die meisten Deutschen konnten sich nicht vorstellen, dass auch eine Frau Bundeskanzlerin werden könnte. Das ist noch nicht lange her, das ist ja 20 gibt's Jahre vielleicht. Dabei kann ja nur eine Frau Bundeskanzlerin werden. Ja, aber dass es das generell geben könnte, also eine Frau in diesem Posten. Gerade großes Thema in den Vereinigten Staaten von Amerika. Kann es eine Präsidentin geben? Ist auch ein Riesenthema. Da gibt es auch gerade aktuell jetzt Umfragen 2024. Ja. Und, ist das dann der First Gentleman oder was? Ja, genau. Zu sagen, nein, sie kann das ja nicht, weil sie hat ja nicht so starke Nerven wie ein Mann oder sie hat ja nicht dies oder das. Das sind Biologisierungen, also dass man so versucht, andere Menschen sind in heißeren Gebieten aufgewachsen, deswegen können sie nicht so einen kühlen Kopf bewahren. Solche komischen Herleitungen, die natürlich Quatsch sind, aber die einfach nur dazu da sind, zu rechtfertigen, dass Menschen rassistisch sind, dass Menschen sexistisch sind, dass Menschen sich einfach gegenüber anderen aufgrund von Merkmalen, die diese Leute ja auch nicht einfach so jetzt ändern und ablegen können, sondern die sind halt einfach erstmal so geboren. Deswegen spricht man auch so oft über Identitätspolitik, als wär das was Negatives. Aber eine Identität hat jeder von uns. Ne? Ja, oder das soll jetzt natürlich nicht heißen, nur falls der Chat das jetzt so verstehen möchte, dass das immer Dinge sind, die tatsächlich real sind, die diesen Menschen zugesprochen werden. Da würde ich gerne auch noch mal was ergänzen, dass diese Biologisierung natürlich eine sehr, sehr lange Geschichte hat und wir müssen uns nicht weiter bemühen und können da gleich ins 19. Jahrhundert springen, wo noch den Frauen ja im Prinzip eine komplett andere Biologie unterstellt wird und auch psychische Erkrankungen auf eine Physis gestützt werden, also angebliche psychische Erkrankungen auf eine Physis gestützt werden, die überhaupt nicht faktenbasiert ist. Also Hysterie ist und sowas. Wo zum man Beispiel, dann Frauengold wenn man von Hysterie nimmt, spricht, genau. Oder dass eben die Frauen qua Geschlecht niemals in der Lage sein werden, politisch wählen zu dürfen. Und wir alle wissen, was dann passiert ist. Da waren sehr, sehr viele mutige Frauen, die dafür gekämpft haben, dass es eben doch so ist. Also da wurde den Frauen tatsächlich qua ihrer Physis, qua ihrer Biologie abgesprochen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, bestimmte Denkprozesse auch durchlaufen zu können. Und es ist so traurig, dass wir in ganz vielen Situationen feststellen müssen, dass sich die Gesellschaft zwar einerseits und natürlich klar, die Technologie komplett geändert hat und wir uns total weiterentwickelt zu haben scheinen, aber andererseits auch ziemlich rückständig sind und viele Sachen noch mit uns rumtragen, die eine relativ blöde, aber lange Geschichte haben. Ich würde einen Punkt noch mal ganz kurz zu dem privilegiert sagen wollen, weil du natürlich per se recht hast, Tommy. Ich will aber auch noch mal den Hinweis geben, dass ich ja tatsächlich ein Arbeiterkind bin, was ein Hochschulstudium abgeschlossen hat. Das habe ich sehr viele Jahre später verstanden, dass das gar nicht die Regel ist, weil ich kenne ja eigentlich immer nur mein eigenes Leben und das hatte auch so seine Probleme, will jetzt nicht jammern, mir ging es immer noch gut genug, aber nur um das einmal eingeordnet zu haben, was aber, wenn wir bei dem Thema bleiben, mir in meiner Sozialisation sehr geholfen hat, war, dass ich Psychologie studiert habe, weil ich aber nicht aus den Gründen jetzt, weil ich glaube, ich war ja ein Late Bloomer, also so mit 18 immer noch nie eine echte große Beziehung gehabt und solche Geschichten, kam an die Uni Psychologie und alle Kumpels so von mir, weißt du eigentlich, dass da 95% Frauen studieren, das wird jetzt ein Fest. Und dann bin ich da reingekommen in den Hörsaal am Eröffnungstag und habe gemerkt, das hat ganz viel mit mir gemacht, mit sehr vielen sehr, sehr klugen Frauen, denn das ist ja so ein NC-Studiengang und wir wissen alle, Intelligenz kann man misst, was Intelligenz, Intelligenztest messen, was Intelligenz, aber egal. Also Frauen, die es geschafft haben, Psychologie zu studieren, waren da tatsächlich, glaube ich, 95% waren tatsächlich Frauen. Also erstmal war das so ein Gefühl von, um Gottes Willen, der hat auch lange Haare, der sieht auch so aus, ob der so Musik hört wie ich. Da setze ich mich mal hin. Das war jetzt ja nicht so, dass man so sagt, so hurra, Hechtsprung rein. Und dieses Studium hat mir sehr, sehr viele Dinge mitgegeben in einer relativ prägenden Phase meines Lebens, weil ich sehr viele Dinge da gelernt habe, weil in jeder Lerngruppe warst du als Mann in Unterzahl.
wenn es um sozialpsychologische Themen ging oder Entwicklungspsychologie oder was auch immer. Ich habe da nicht nur die wissenschaftliche Perspektive mitgekriegt, sondern ich habe auch immer noch die weibliche Perspektive mitgekriegt. Ich will jetzt nicht mich hier überhöhen, aber das hat ganz viel mit mir gemacht. Und auch Studienpartys und was da so erlebt wurde. Und das hat war bei mir sicherlich eine Weichenstellung, dass ich auf eine Art. Ja, das genau. Also, dass ich angefangen habe, die Dinge anders zu bewerten. Und das hat aber natürlich nicht jeder. Wenn du jetzt BWL oder Jura studierst und wenn du da, ich habe Münster studiert, wenn du da auf die Jura-Partys gegangen bist, das war ein anderer Schnack. Also das war schon, da war ein ganz anderer Typ Mann auch unterwegs und das war eher unappetitlich. Da war ich auch nur einmal auf der Party, weil da habe ich gedacht, nee, da möchte ich nicht sein und mich bewegen. Also das, natürlich ist es immer die Frage, Rollenbilder auf der anderen Seite, auch wo bewege ich mich und was ist meine Peer Group und was bekomme ich da mit und was bekomme ich mit, was da auch okay ist. Wenn du immer nur unter Leuten bist, die das alle toll finden, was Herr Gottschalk gemacht hat, ja, dann werden die doch auch heute noch nicht die Kritik verstehen, die da völlig zu Recht Das ist schön, dass du da diese auf dieses Thema jetzt kommst, weil das ist etwas, was mich ja auch schon in unserem Vorgespräch umtrieb, dieses Gefühl, dass Männer offensichtlich dieses Gefühl der wie sagt man das, dass sie an Bedeutung verlieren, dass sie an das hatten wir vorhin schon mal, dass Männer denken, also manche Männer denken, man nimmt mir was weg, offensichtlich, aber eben auch dieses was wir ja auch in dem wissenschaftlichen Bereich haben, also auch da wollen wir jetzt natürlich keine Organisationen nennen, wie zum Beispiel die GWUP, dass das offensichtlich ein massives Problem zu sein scheint, dass da jetzt Leute plötzlich mitbekommen, sie sollen angeblich nicht recht haben, wo sie doch Gottes immer Willen. Recht haben. Das genau. geht doch nicht. Das ist doch unmöglich. Und jetzt sagt man uns auch noch, das wäre irgendwie nicht divers und das wäre jetzt hier noch rassistisch und das wäre jetzt so nazimäßig und das wäre dies und das wäre jenes. Und damit scheinen also insbesondere Männer da ein gigantisches Problem zu haben mit diesem kritisiert werden, Bedeutungsverlust, mal vielleicht irgendwie darauf hingewiesen werden, dass man Scheiße geredet hat gerade. Vielleicht bin ich nur zu sehr daran gewöhnt, dass ich dauernd Scheiße rede und dauernd darauf hingewiesen werde. Dafür auch danke, Alexander. Aber gerne, wo ich kann. Nee, lass mal. Aber das ist etwas, das arscht mich mittlerweile so sehr an, weil ich kann das einfach nicht mehr ertragen. Es macht mich einfach traurig. Und da kommt auch schon wieder der Finger von der Nora, die uns das jetzt alles haarklein erklärt. Und bitte. Nee, ich wollte tatsächlich noch was zu Alex sagen. Also, ne, weil wir, wenn wir über Identität und Privilegien reden, da gibt's ja ganz viele Leute, die dann dieses Aber sofort im Hals stecken haben, weil sie natürlich ja auch Anerkennung für die eigenen Schwierigkeiten im Leben haben möchten, was total nachvollziehbar ist. Das sind keine absoluten Kategorien, sondern sie gelten ja immer relativ in der Beziehung zu der Person, mit der wir gerade sprechen. Also, ja, für die eine bin ich privilegiert, für den anderen bin ich eben nicht privilegiert. Das verändert sich. Deswegen müssen wir da flexibel und offen bleiben, wenn wir mit diesen Kategorien der Privilegien und auch der Identität operieren. So. Und was diese, Tommy, wenn du sagst, ne, das regt dich total auf. Das Problem, was diese Menschen haben, und das ist ein Problem, das betrifft übrigens alle, die im Patriarchat leben, also auch Männer, ist, dass diese Männer häufig einen Machtanspruch haben, der sie auch unter Männern relativ hoch ansetzt und wo sich auch Männer häufig nicht trauen zu widersprechen, weil sie Angst davor haben, jetzt kommen wir auf Privilegien zu verlieren. Also weil sie in diesem Fahrwasser mitschwimmen. Ja. So, und sie wissen, wenn ich den kritisiere, der ist an einer Position, an der sehr viel Gestaltungsmacht hat für das Umfeld, in dem ich mich bewege. Ich kann den nicht kritisieren. Und das führt dazu, dass auch Männer häufig stumm bleiben, selbst wenn es sie stört. Und das ist ganz entscheidend. Und das sehen wir nämlich auch gerade in der Diskussion um Gisèle Pelicot, dass viele Frauen Männer auffordern, jetzt bitte den Mund aufzumachen. Und man muss sich mal, oder Mann in dem Fall mit zwei N, muss sich mal überlegen, warum mache ich das nicht? Also warum werde ich nicht laut?
Wenn jemand sexistisch ist, warum sage ich meinem Kumpel nicht, sag mal, lass mal deine Finger von der Dame, bist du eigentlich, das erlebe ich nie. Da ist eine Gruppe von Typen, einer greift eine Frau an und diejenige, die dann sagt, Alter, nimm deine Griffel da weg, sonst kriegst du richtig Ärger, bin ich. Das ist kein Mann aus der Gruppe, sondern das muss ich machen. Warum? Weil es dann weniger Ärger gibt, ich bin aber eigentlich eher gefährdet so und da... Das ist das, und das finde ich echt wichtig, ja. Ich möchte wissen, warum Männer den Mund nicht aufmachen. Und das ist, glaube ich, sehr schmerzhaft, da hinzugucken. Aber das wird auch Männern sagen, ihr seid nicht in einem Safe Space. Ihr fühlt euch nicht sicher, wenn ihr den Mund aufmacht. Und das kann doch keine Situation sein, mit der ihr zufrieden sein könnt. Und das kann doch nicht sein, dass dann erst Frauen kommen und sagen müssen, das geht so nicht, das könnt ihr nicht machen. Und ich fordere niemanden dazu auf, jetzt als Ritter in der schillernden Rüstung zu kommen und Frauen zu verteidigen. Darum geht's gar nicht. Sondern selber zu sagen, wir müssen doch in einer Gesellschaft leben können, in der wir miteinander sprechen können, in der Männer kritisieren können, ja, auf einer Ebene, wo einem kein Zacken aus der Krone bricht oder woanders. Aber dass wir dieses Verhältnis nicht haben als Gesellschaft, das ist doch bezeichnend. Das betrifft doch Männer genauso wie Frauen. Für Frauen ist es schlimmer, weil sozusagen die Machtverhältnisse stärker auf sie einwirken. Aber sie wirken auch auf Männer. Und das ist ein super wichtiger Punkt, den kann man gar nicht genug betonen. Und ich finde, also so ist es zumindest mir immer gegangen, wenn ich mal so zurückschaue, was man so für Männerbilder auch so beim Heranwachsen so vor sich hatte und erlebt hat und auch so Stars und so, wie sie daherkommen, diese sogenannten Bad Boys, also die so männlicher als männlich sind und alles können, sich alles erlauben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass da hinter dieser Fassade des Bad Boys eine ganz tiefe Verunsicherung auch steckt und auch etwas, was dann diese Person total unattraktiv macht, weil die zwar diese Männlichkeit vor sich herträgt wie so eine Flagge und so tut, als ob sie sich alles erlauben kann und trotzdem merkst du ganz genau, die hat einfach eine Scheißangst, ihre Privilegien zu verlieren, sich in Konflikte zu stürzen, wirklich mal den Mund aufzumachen. Und ich finde, Männer, die das tun, die wirklich mutig sind und wirklich mal ungeachtet ihres eigenen Standings für jemanden und für Prinzipien eintreten, das ist so krass attraktiv, das ist so cool. Das sind für mich so echte Typen, wo ich sagen würde, das finde ich toll, finde ich krass. Aber nicht diese Leute, die glauben, irgendwas beweisen zu müssen. Du merkst genau, dahinter ist nur sind halt nur so klein mit Hut. Katrin. Ich glaube gar nicht, dass es nur die Angst ist, Privilegien zu verlieren. Das ist die eine Ebene, das ist ein Beweggrund. Ich glaube viel häufiger, zumindest wenn ich jetzt so meinen Freundes- und Bekanntenkreis anschaue, also wirklich so anekdotische Evidenz zusammenkratze, erlebe ich, weil das sind alles jetzt nicht die mega privilegierten Männer, erlebe ich eher eine Angst davor, sich verletzlich zu zeigen. Eine ganz große Scheißangst davor. Und eine Szene, die ich nie vergessen werde, ist ein Bekannter, also wirklich entfernter Bekannter, mit dem ich mit meinen Kindern mal so durch die Gegend gezogen bin. Und wir waren an einem Essensstand und da war eine junge Frau, die bedient hat. Und ich weiß nicht mehr, was er genau zu ihr gesagt hat, aber es war so ein bisschen wie, hey Baby, gib mir mal das da hinten so. Also es war wirklich ganz, ganz unangenehm, wie er mit ihr geredet hat. Wie er es wahrscheinlich auch irgendwo gelernt hat, dass starke, echte Männer so mit hübschen Frauen reden. Und wie gesagt, meine Kinder waren dabei, damals tatsächlich noch sehr klein. Und dann ist mein Sohn hinterher zu dem hin und hat gesagt, sag mal, warum hast du denn diese Frau Baby genannt? So. Mhm. Und dem ist wirklich, der ist zerbröselt. Also einfach nur, dass ihm diese Frage gestellt wurde von einem Kind, hat ihn so krass aus der Bahn geworfen, dass er zum ersten Mal auch verletzlich war. Und man hat gesehen, wie überfordert er damit ist. Also er hat es wirklich, er konnte das natürlich nicht erklären. Wie willst du das auch einem Kind erklären, dass du gerade so mit einer Frau gesprochen hast? Und ich weiß nicht, wir haben uns leider total aus den Augen verloren. Seit diesem Moment seltsam? Nee, das jetzt nicht, aber okay. Ich weiß, dass ihn das wirklich irgendwie gerüttelt hat. Ich weiß nicht, ob es nachhaltig war oder nicht, aber das war so ein Moment, wo man gesehen hat, jetzt ist er gerade total verletzlich. Und ich glaube, die meisten Männer haben gelernt,
dann dafür zu sorgen, dass das bloß nicht nochmal passiert. Mhm. Auf irgendeine Art und Weise. Ist es auch dieses Ding, ich weiß ja nicht, ich bin kein Psychologe, ich kenne mich da nicht wirklich aus, dass es bei Männern eher so ist, dass die so ein, dass die sich über ihren Status definieren und nicht über der, wer sie sind oder was sie für ein Mensch sind? Also ich kenne dazu jetzt keine Studie. Also das andere wäre Spökenkickerei. Das klingt erstmal gut, aber ob das jetzt irgendwie psychologisch Evidenz hat, das kann ich dir nicht sagen. Aber das wird so viel erklären, weißt du? Aber gesellschaftlich ist das sicherlich eine der Normen, die leicht zu vermitteln sind. Das ist ja völlig klar. Wir erinnern uns alle an die alte Werbung, haben wir vorhin gehabt. Mein Haus, mein Boot, mein Pferd. Ja. Und wir alle kennen, also jetzt wohnen wir ja wieder in Hamburg und wir haben ja lange Zeit in der Nähe des Jungfernstiegs gewohnt. Da war es, glaube ich, waren es nur Männer, die mit ihren dicken Sportwagen laut motorheulend damals an unserem Haus vorbeigefahren sind. Ich glaube nicht, dass da jemals eine Frau aufs Gaspedal gedrückt hat. Das war schon, glaube ich, eher so, dass man da auch demonstrieren musste, guck mal, was ich mir leisten kann und bitte hört auch alle, dass ich jetzt hier gerade vorbeifahre. Ja, so lauter so Äußerlichkeiten einfach, anstatt, also da, wo man so den Eindruck haben könnte, dass da, keine Ahnung, was wird kompensiert, der Schniedel, die innere Leere, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das fände ich zum Beispiel auch schon wieder sexistisch, also es ist ja auch unser aller, man muss sagen, wir alle haben ja Ansprüche an die Rollen, die wir verteilen, ne? Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und wir haben über Jahrzehnte ein Männerbild entwickelt, bei dem wir, und das ist auch tatsächlich ja gesetzlich zementiert, also wir haben ja immer noch eine Gesetzeslage, die den Mann als Ernährer der Familie ins Zentrum stellt, ja? Wir haben ja nicht mal in unseren Gesetzen spiegelt sich ein anderes Rollenbild wieder, ne? Und das ist ja sehr spannend. Also wer das oder das vermittelt sich ja auch in unseren Anforderungen. Wenn wir uns angucken, wer hat die Finanzen unter Kontrolle? Das sind die Männer. Ja, Männer müssen sich mit Finanzen auskennen. Totaler Unsinn. In vielen Haushalten war es auch historisch gesehen übrigens die Frau, die den Haushalt und auch die Finanzen zusammengehalten hat und nicht der Mann. Da mussten die Männer eher davon abgehalten werden. Das Geld zu verprassen. Also ne, und wenn wir sozusagen ein Bild entwickeln über Werbung, über Filme, über die ganzen Medienkonsum, wie ein Mann zu sein hat, ne, und wann er schwach sein darf und welche Rollen er so erfüllen muss, dann müssen wir uns ja nicht wundern, dass Menschen diese Rollenbilder für voll nehmen. Also wir haben die ganze Zeit jetzt über so eine Unterhaltungsshow gesprochen, in der es einen männlichen Moderator gibt. Aber wenn wir uns angucken, Germany's Next Topmodel, ja, zu was Frauen da, also auch junge Frauen, wie junge Frauen das beeinflusst hat, auf ihre Körperlichkeit, auf die Objektifizierung junger Frauen, auf das, was sie zu tun haben, ohne zu klagen, die Übergriffigkeiten, die sie sich gefallen zu lassen haben und so. Wir haben da immer noch das Bild, dass die Frau diese harten Kerle, bei diesen Frauen sind sie dann weich, ne? Also diesen guten Kern, den können die nur bei der richtigen Frau ausleben, nämlich der Frau, die sie heilt und sorgt und die sich ihm, ne, so, also Das macht halt alles was mit Männern. Das macht einen großen Druck auf Männer. Und ich glaube, um diesen Druck standzuhalten, versuchen sie, diesem Bild zu entsprechen. Und es gibt wenig Ausweichmöglichkeiten, weil es wenig Vorbilder gibt. Also wir produzieren als Gesellschaft diese Form von Männern. Und das tut auch Männern nicht gut. Und dann müssen wir uns aber auch nicht wundern, wenn sie versuchen, diesem Bild zu entsprechen und dabei wirklich abstruse Entscheidungen treffen, die sie ja auch selbst benachteiligen. Also zum Beispiel die Selbstmordrate unter Männern ist deutlich höher, gerade unter jungen Männern, ja, weil sie bestimmte gesellschaftliche Anforderungen nicht erfüllen können. Die Unfallrate bei jungen Männern ist höher, weil sie höheres Risiko eingehen, um zu beeindrucken. So, jetzt könnte man sagen, das ist so in den Männern, ne? Das sehen wir in der Tierwelt auch. Die Männer müssen beeindrucken, das ist genetisch. Testosteron. Genau, Testosteron. Testosteron ist die Antwort für alles. Gerade im Sport auch ein ganz spannendes Thema. Testosteron macht Frauen zu Männern, auch wenn sie gar nicht männlich sind und sich nicht als Männer identifizieren. Aber egal, Hauptsache es ist Testosteron nachweisbar. So, und da finden ja ganz krasse Debatten statt. Also wenn wir uns alleine angucken, diese Debatte rund um die Boxerin Imane Khelif, ja, wo dann gesagt wird, naja, gegen einen Mann boxen müssen und so. Also diese Rollenbilder, die greifen ganz tief, die haben in vielfältigen Weisen Auswirkungen. Aber wenn wir nicht wollen,
dass Männer so werden. Brauchen wir mehr Männer, die sagen, hey, wir haben eine Vielzahl von Rollen, wir müssen die Gesetzeslage ändern, wir müssen, also die müssen sich für diese Themen mitbegeistern. Das sehe ich übrigens auch nicht, weil bis jetzt ist es immer so, das ist ein Frauenthema, das geht Männer nichts an. Es geht Männer etwas an, weil es schadet ihnen. Also ich finde, um dir jetzt da einfach mal zu widersprechen, so, ich ziehe das jetzt durch. Ich dachte, den Hahn abzudrehen. Nee, ich bin so krass, ich widerspreche dir jetzt. Vielleicht widerspreche ich dir auch gar nicht oder ich habe es falsch verstanden, aber ich finde, dass Leute, die in München die Ludwigstraße mit einem großen Auto rauf und runter fahren, die kann ich wunderbar kritisieren. Die sind erwachsen und die entscheiden sich, das zu tun und ich finde es scheiße. Aber wann triffst du mit denen zusammen? Kritisierst du sie jetzt, wo du hier sitzt und sagst, ich finde es scheiße? Und ja, weil gerade keiner da ist. Es gibt Leute im Bekanntenkreis, sogar in der Nachbarschaft, die, wo ich ein gerüttelt Maß an Witzen mir nicht verkneifen kann und Sprüchen. Aber hast du mal ernsthaft mit ihnen darüber gesprochen, warum sie das brauchen, was das mit ihnen macht, so ein Auto zu fahren? Welche Nein, Gefühle weil wir sie damit uns verbinden? Dafür, würde ich mal sagen, nicht gut genug kennen, als dass ich jetzt das Gefühl habe, diese Diskussion führen können, wollen, zu können, zu müssen. Aber das wäre mal spannend, finde ich. Ja, das kann schon sein, dass sich das mal irgendwann ergibt, aber das muss schon auch irgendwie situativ irgendwie passen. Ich kann mich erinnern, dass wir in der, aber das waren Motorräder, das war in der Schule, also oder 50er, was fährt man mit 16? Waren das 50 Kubikdinger? Mopeds, ja. Da kann ich mich erinnern, dass wir so eine Diskussion mal hatten. Das ist auch nicht wirklich vergleichbar, weil ich mich ja immer dadurch identifiziert habe, dass ich ja so, oh, ich bin ja so anders. Ja. Und deswegen dann da eben immer tolle Sprüche gedrückt habe. Andererseits aber auch zu blöd gewesen wäre, um so einen Führerschein überhaupt zu bekommen. Also insofern ist, also das heißt, auch so Leute, die dann in der Pause zusammenstanden und geraucht haben, da habe ich dann entsprechende Sprüche gedrückt, weil ich halt nicht geraucht habe und mich identifiziert habe darüber, dass ich es nicht tue. Insofern ist das nicht wirklich der Vergleich. Aber ich kann schon nachvollziehen, was du meinst, dass es so spannend wäre, mal wirklich darüber zu reden und ein tiefschürfendes Gespräch darüber zu führen. Das fühle Oder Wissenschaft dazu zu machen. Ne? Also, ja, da bin ich genau der Richtige. Wissenschaftliche Untersuchungen sind genau mein Ding. Menschen, die zuhören, Tommy. Das kann ja auch nicht eine Aufforderung an dich, sondern an unsere ZuhörerInnen sein. Was ich ganz spannend finde bei den Biologismen, das habe ich kürzlich auch nochmal in einem Podcast tatsächlich auch gehört. Da ging es um die letzte Eiszeit hier in Europa. Und wo dann auch jemand, der sich damit auskennt, der da forscht zu den Themen, der dann auch wirklich Ausgrabungen macht und so, der dann auch nochmal so völlig entspannt sagt, ja, dieses alte Bild der Jäger und Sammler ist halt völliger Bullshit. Das war gar nicht so, wie das immer wieder erzählt wird. Selbst die Jäger waren maximal 3 Tage in der Woche auf der Jagd. Das hat dann gereicht für die ganze Gruppe, die beisammen war. Mhm. Also das ist nicht so, sondern auch da ist sozusagen irgendwann mal so ein gesellschaftliches Bild rein diffundiert und das wird jetzt, also ein erfundenes, historisch nicht belegtes Bild der Urzeit dient jetzt dazu zu erklären, wie die Rolle von Mann und Frau eigentlich ist. Oder dass du in einem Grab ein Schwert findest und dann Leute sagen, ja, das war ein Mann dann, logischerweise das Skelett. Das muss ein Mann gewesen sein, weil das ja gab es ja auch, ja. Genauso wie mit den kleinen Schuhen. Menschen hatten früher kleine Schuhe, hatten kleine Füße, weil wir haben so wahnsinnig viele kleine Schuhe gefunden. Ja, das liegt halt vielleicht aber auch daran, dass kleine Schuhe nicht immer aufgetragen wurden, bis sie kaputt sind, weil es Kinderschuhe waren. Und da gibt es ja so viele Dinge, das ist, oder auch zwei Männer in einem Grab, zwei männliche Tote, die Händchen halten. Wo man dann irgendwie verzweifelt versucht zu erklären, dass das natürlich auf gar keinen Fall in irgendeiner Form eine homosexuelle Konnotation haben kann. Niemals. Sondern da werden dann Erklärungsversuche, wie dass die Hand der Dankbarkeit des Sklaven gegenüber dem. Und lauter so Scheißdreck, wo ich mir denke, wie viel von diesen bizarren Erklärungsversuchen irgendwelcher durch ihre Gesellschaft zu verklemmten Napfhülsen gewordenen Wissenschaftler haben wir eigentlich um uns, die, wo wir bis heute denken, ja, das ist ja Fakt. Ja, weil die Frauen waren ja immer nur zu Hause und deswegen haben die keine Sicht in die Weite oder was weiß ich, was das alles für Bullshit war. Da gab es doch diese Bücher, warum Frauen nicht einparken können. Ja. Diese Dinger.
die ich mir dann damals, in meiner spätjugendlichen Leistung so durchgelesen habe und gedacht habe, das ist ja cool, drum ist das alles so. Und da schäme ich mich ja heute dafür. Das ist ja, oh Gott, jetzt schäme ich mich schon wieder dafür. Ich habe es auch gelesen. Mach dir keine Sorgen. Ich habe auch diesen komischen Test gemacht und bin irgendwie in der Mitte gelandet. Also ich bin weder Mann noch Frau anscheinend. Was er eigentlich schon sagt, dass es irgendwie möglicherweise auch gar nicht so relevant ist. Ja, wahrscheinlich. Aber ich würde tatsächlich gerne nochmal zurück auf die Autos, weil das ja wirklich spannend. Total gerne. Aber wir hatten ja Christian Stöcker auch da, ne? In der Folge war ich ja auch dabei. So, und gerade das Auto, finde ich, ist ja eigentlich sehr gut dafür gemacht, das zu erklären. Das ist ein absolutes Statussymbol. Ja? Wer in Deutschland was auf sich hält, hat mindestens ein Auto. Und es ist immer noch so, dass die meisten Autokäufer Männer sind und Autos vor allen Dingen auf die männlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wenn es denn große Autos sind, die kleinen Stadtautos, die Knutschkugeln und so. Die suchen die Männer für die Frauen aus. Genau, richtig. Das ist der Zweitwagen für die Frau, damit die dann mal irgendwie zu ihrem Kaffeekränzchen kann und so. Modeldiplom, ja. Genau, und dann haben wir eine Werbung da drumherum, die ja auch eine bestimmte Klientel anspricht. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Leute sich dieses Gefühl, diesen Status über die Autos, die sie kaufen, sozusagen äußerlich anziehen. Ja, das hat schon was damit zu tun, wie wir diese Bilder kreieren. Und das hat sehr essentiell was damit zu tun. Aber wenn wir uns angucken, wie gerade um die Autolobby gestritten wird, was da eine Kohle drin steckt, und wie darüber gesprochen wird, das ist ja aberwitzig. Und da steckt ganz viel Männlichkeitsdenken drin. Also wie Männer sein sollen, welche Rollen sie da erfüllen sollen und was männlich sein soll. Ich will die nur trotzdem nicht aus der Verantwortung nehmen, die oder uns oder wer auch immer. Weißt du, das ist das, was sich falsch anfühlt für mich. Ja, aber ich finde es auch falsch zu sagen, es sind nur die. Und sozusagen nicht zu sehen, dass wir einen eigenen Anteil, dass wir Teil dieser Gesellschaft sind, die das produziert. Da es ist halt leider ein System, das sich selbst erhält. Und es ist eigentlich traurig, dass wir diesen Kreislauf oder diese Kreisläufe, die es da gibt, immer noch nicht durchbrochen haben. Und also wenn wir jetzt festhalten, dass auf jeden Fall jetzt schon noch ein weiter Weg, und wir gucken ja wirklich nur hier auf Deutschland, wir haben ja nicht mal den Blick über den Tellerrand gewagt, weiter Weg ist, dann macht mir besonders Sorgen, wenn ich jetzt dran denke, dass so in meiner subjektiven Wahrnehmung durch den Aufstieg rechter oder rechtsextremistischer Bewegung dieses Rollenbild sogar nochmal zurückgedreht wird und weiter zementiert wird. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr so den Ausblick einschätzt. Also wenn wir jetzt sagen, die Entwicklung wäre ohnehin noch weit, also wir müssten ohnehin noch viel mehr erreichen und mehr tun. Und jetzt besteht auch noch diese Gefahr. Macht euch das nochmal mehr Sorgen oder sagt ihr, das ist etwas, dem wir noch gegensteuern können? Also, das kriegen wir hin. Ganz kurz dazwischen noch mir, jetzt mal abgesehen von Rechtsextremen, hat mir eigentlich Friedrich Merz schon gereicht mit seinen neuerlichen Nummern, wo ich denke, das wirft uns doch auch ohne Ende. Ich habe Rechtsextremisten gesprochen. Nehme ich zurück. Steigen Sie das. Ja. Kabinettsbesetzung meinst du, das war auch furchtbar. So, Entschuldigung, Katrin, Nora. Okay, das reicht eigentlich schon. Ich wollte schon nächste Woche wieder ein. Wenn Sie Katrin seufzen hören. Ja. Das mit dem Feminismus mache ich ja so dezidiert seit 2008, aber dann davor auch schon sehr stark, weil ich bei der Grünen Jugend engagiert war und das ganze Geschlechterding da eben auch allein schon durch die Quote immer ein großes Thema ist, weil in der Jugendorganisation kommen alle paar Jahre junge Leute und andere junge Leute gehen. Das ist eine große Fluktuation, sodass man eigentlich so gefühlt, ne, nicht nur gefühlt, sondern real alle 2 Jahre wieder mit neuen Leuten darüber diskutieren muss, warum gibt es eine Quote, das ist unfair. So. Und quasi seit dieser Zeit, also da war ich 18, das ist also 24 Jahre her, beschäftige ich mich mit Geschlechterrollen in der Gesellschaft und habe immer den Eindruck gehabt, ja, es geht langsam, ich bin manchmal ungeduldig, wir sind alle manchmal ungeduldig, aber am Ende ist es immer 2 Schritte vor, einer zurück. Und ich würde sagen, bis zum Standpunkt jetzt gerade, also wir haben dieses Jahr das Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag verabschiedet, ist das auch noch wahr? Und ich möchte daran glauben, oder ich glaube eigentlich auch wirklich daran, dass ein
Ja, ein großer Teil der Gesellschaft, also wenn man die Leute wirklich fragt, ne, zu diesem ganzen Thema, ob das jetzt Klima ist, ob das Geschlechterrollen sind, ob das, weiß ich nicht, Wirtschaft oder was auch immer, also zu den meisten Themen, Tempolimit, auch ein klassisches Beispiel, haben die Menschen in der Gesellschaft, finde ich, recht vernünftige Haltungen und Meinungen. Und das sieht manchmal in den Medien anders aus, als ob Migration ihre größte Sorge wäre. Stimmt nicht. Ihre größte Sorge ist das Erstarken der AfD oder eine größere Sorge als das mit der Migration zumindest. Das sind so Dinge, an die glaube ich und an denen halte ich mich fest. Ich weiß aber auch aus meiner Beschäftigung mit diesen ganzen feministischen Dingen, zum Beispiel Führungspersonal und was macht es eigentlich, wenn alle Vorstände Männer sind? Ne? Also das ist so eine ganz typische Debatte gewesen in den Nullerjahren im Feminismus. Da ging es noch viel um wirklich Repräsentation, einfach wirtschaftliche Macht auch aufzuholen. Und da hieß es immer, ich glaube, es waren 30% können ein Team nachhaltig verändern oder können auch jede gesellschaftliche Situation eigentlich so stark verändern, dass es nicht mehr zurückzuholen ist. Und das wiederum macht mir Angst, weil das natürlich dann auch für die Feinde der Demokratie gilt. Und in manchen Bundesländern haben die Feinde der Demokratie schon ihre 30% und haben auch und haben auch ganz massiv dort schon dafür gesorgt, dass Stimmungen anders sind, dass Menschen dort Angst haben, sich überlegen, ob sie wegziehen sollen und so weiter. Also wir haben dieses Jahr einen Podcast gemacht über Thüringen und wie die Stimmung in Thüringen auch schon vor der Wahl war, wo Leute an bestimmte Orte nicht mehr gehen, wo JournalistInnen sich nicht mehr sicher fühlen und so weiter. Und deswegen, ich wage keine Prognose für die Zukunft, sondern ich kann einfach nur sagen, ich glaube, es ist Hannah Arendt gewesen, die mehr oder weniger gesagt hat, man darf sich eben niemals, also man darf sich nie zufrieden geben. Man kann nie sagen, so, ich halte mich jetzt raus. So, sondern wir sind eigentlich alle die ganze Zeit immer gefragt, dafür zu sorgen, dass es weiter dieses zwei Schritte vor einer zurückbleibt und nicht ein Schritt vor zwei zurück. Mhm. Nora? Ja, also tatsächlich glaube ich, dass vor allen Dingen, und es tut mir jetzt leid, das so sagen zu müssen, aber dass vor allen Dingen jetzt auch Männer gefragt sind. Und zwar den Mund aufzumachen. Man kann das auch sehr gut sehen an dem Fall Gisèle Pelicot. Es gab einen Kommentar bei Deutschlandfunk Kultur, dass Menschen feststellen, diejenigen, die sich am meisten für diesen Fall interessieren, sind Frauen. Bei vielen Männern, also es gibt viele Männer, die diesen Namen nicht kennen, nicht zuordnen können, die von dem Fall noch nicht gehört haben oder nur eine Überschrift gelesen haben oder so und sich gar nicht so intensiv damit auseinandersetzen. Obwohl sie sozusagen maßgeblich verantwortlich sind für das, was da passiert ist. Und das finde ich, es wird wirklich Zeit zu erkennen, es sind nicht die anderen, ja, sondern sich verantwortlich zu fühlen und sich auch sozusagen als Teil des Ganzen zu fühlen. Und nicht immer nur anderen die Aufgabe überlassen, sich zu kümmern, ja, Verantwortung zu fühlen, den Mund aufzumachen, sondern selber bei Missständen einfach Position zu beziehen und das schon im Privaten, aber eben auch in den Öffentlichkeiten, in denen man sich bewegt. Und das heißt, im Zweifel auch dafür zu sorgen, dass zum Beispiel kein All-Male-Panel mehr stattfindet. Ja, das haben wir ja immer noch. Und so selber sozusagen in Verantwortung zu gehen und zu sagen, ich sorge dafür, dass hier Platz ist für mehr Diversität. Ich sorge dafür, dass die Menschen sich safe fühlen. Wenn man mal anguckt, wer Safe Spaces oder Safer Spaces organisiert, sind das in aller Regel Frauen oder marginalisierte Menschen. Es sind nicht viele Männer darunter. Warum brauchen, also die Männer, die einen Safe Space brauchen, die wollen dann einen Stammtisch haben, ja? aber warum fühlen sich Männer nicht in gleichem Maße für diese gesellschaftlichen Entwicklungen verantwortlich? Ja, nicht alle Männer, aber immer noch ein großer Teil. Ja, ich weiß, dass das immer kommt. Es kommen dann immer die Männer, die sagen, ja, aber ich mach doch schon, ich tue doch schon. Dann sage ich, ja, das ist super. Ich freue mich. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr von euch, ja, weil es ist so, ich meine, ich arbeite als Sportjournalistin und ich weiß, dass wirklich die wenigsten da, wenn es zu Diskriminierungen kommt, den Mund als Erste aufmachen. Das sind andere, ja, das sind nicht die Männer. So. Und trotzdem habe ich tolle Kollegen. Das ist nicht die Frage. Ja, es ist nicht die Frage, ob das gute Menschen sind, sondern die Frage ist, im entscheidenden Moment,
bekommen sie dann den Mund auf, beziehen sie dann Position. Und das passiert häufig noch nicht. Und an die Stelle müssen wir kommen. Das, ne, es geht ja nicht darum, den großen Kampf zu führen. Aber jetzt haben wir doch die Freiheit, das zu tun. Und ja, damit kann man dann mal auf die Fresse fallen. Ist nicht so schlimm. Ja, wirklich. Übt das, probiert das aus. Jetzt kann man noch sehr gefahrlos auf die Fresse fliegen damit und so. Das ist alles fein. Wenn wir erst warten, bis es gefährlich wird und man den Helden spielen kann, dann ist es auch meistens schon sehr viel zu spät. Und wie krass das werden kann, das sehen wir gerade in Afghanistan. Ja, seit letztem Wochenende, glaube ich, ist es Frauen jetzt sogar verboten, miteinander zu sprechen. Es kümmert niemanden. Die ganze Welt guckt dabei zu. Es ist so beschämend. Frauen dürfen sie in der Öffentlichkeit nicht mehr miteinander sprechen? In der Öffentlichkeit sollten sie sowieso den Mund halten, aber jetzt sollen sie auch nicht mehr voreinander die Stimme erheben. Also das, ja. Aber alles andere davor, also alles, was seit 2021 passiert ist, wäre ein Grund gewesen zu sagen, nee, das machen wir nicht. Ja, also das ist... Ich glaube, Verantwortung ist das Stichwort, das ich einfach auch gerne so mitgeben würde, weil das ist in allen Bereichen, zieht sich das so ein bisschen durch, dass über Care-Arbeit haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ne? Aber wenn es um Verantwortung geht, findet man an allererster Stelle eben immer noch bis heute Frauen. Natürlich arbeiten auch Männer in Care-Berufen und so weiter. Es werden auch langsam mehr. Aber es ist eben nicht das Idol. Der Mann, der in der Pflege arbeitet, ist nicht das Idol, sondern das sind andere. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was sich zu langsam bewegt und wo man als Gesellschaft auch ein Stück weit die Verantwortung hat, klarzumachen, dass Verantwortung nicht nur bei einem Geschlecht liegen darf, sondern eben wirklich gleichmäßig verteilt gehört und dass Verantwortung auch geil sein kann. Also ich finde es ja total toll, um wieder den Boden zurückzuschlagen zum ursprünglichen Thema, zur Verantwortung gehört auch dieses wunderschöne Own Your Shit. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, aber ich finde es so ein schönes Prinzip zu sagen, und wenn ich Scheiße gebaut habe, dann ohne ich das, dann stehe ich dazu, dann sage ich, ey Leute, ich habe Scheiße gebaut. Auch das ist Verantwortung. Und es ist so befreiend. Also es kann, Verantwortung macht Spaß. Etwas auf die Beine zu stellen, was anderen hilft, ist toll, schützt vor Depressionen im Zweifel auch oder ist zumindest sehr heilsam so für den Alltag. Und den eigenen Shit zu ownen ist eine Entlastung und ist gut für die Psyche und für die Seele. Also am Ende haben alle was davon zu gewinnen. Aber es sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Es sieht ungeil aus, zuzugeben, dass man Scheiße gebaut hat. Aber es ist eigentlich ganz geil. Ich kann das sowas von unterstützen, denn wie ich glaube, war es im Vorgespräch oder habe ich es in der Sendung gesagt, wenn du darauf hingewiesen wirst, dass du Rassismen verbreitest und unterstützt und wie auch immer, dieses befreiende Gefühl, das dann öffentlich klar zu sagen, ja, stimmt, habe ich gemacht, Scheiße, das ist tatsächlich ein positives Gefühl. So furchtbar es in der Sache ist, letztendlich, weil man ja was gemacht hat, was man wirklich überhaupt nicht wollte und das ist das Letzte, womit man sich identifiziert, ist es ein befreiendes Gefühl. Und ich erinnere mich auch, dass ihr bei Hoxilla, Alexa, Dinge nachträglich geändert habt und dann, also nachdem die Entrüstung erstmal abgeklungen war, ne, dass man sagt, das gekränkte Ego. Ja, das gekränkte Ego. Aber wie ihr immer wieder betont habt, wie befreiend das letztendlich ist und dass es ein gutes Gefühl ist, dass man dem stattgibt und das dann ändert. Ja, wenn man irgendwann diese rassistischen Begriffe nicht mehr im Keller des Podcasts noch liegen hat, sondern die dann einfach rausgeschnitten hat und dann ist gut. Und was daraus gelernt hat, vor allen Dingen auch. Und auch gelernt hat, warum das in dem Fall gerade ein rassistischer Begriff ist. Und da kann man in, wenn man so lange Podcasts wie wir das ja auch machen, sich auch weiterentwickeln. Ist ja nicht schlimm, ist ja gut. Ich würde gerne zu dem Thema Ausblick und wie geht es weiter auch noch vielleicht eine kleine Anmerkung machen. Wenn wir jetzt gucken, wie gerade die Wahl, die ja jetzt wirklich in die heiße Phase geht, abläuft in den USA, dann sieht man, dass dieses Thema der Selbstbestimmung, also der Bestimmung einer Frau über den eigenen Körper, wahnsinnig mobilisiert. Also das ist das Thema, was wirklich allen nochmal klar gemacht hat. Es geht ums Ganze, mal abgesehen davon, dass Trump halt ein Faschist ist.
und auch den Faschismus in den USA einführen wird, wenn er denn die Gelegenheit bekäme. Ist das wirklich das, was mobilisiert? Und wenn wir gerade beim Thema Männlichkeitsbilder waren, dann glaube ich, haben wir da ein sehr, sehr tolles, großes, neues Vorbild in Tim Walz, weil der wirklich eine sehr, sehr positive Männlichkeit verkörpert, ja. Und ein wahnsinnig tolles Vorbild auch für junge Männer sein kann. Und da wir ja so oft in unserer Geschichte Dinge aus den USA übernommen haben, würde ich mir wünschen, dass erstens Harris und Walz die Wahl gewinnen. Und ich gehe auch fest davon aus, dass Trump auf demokratischem Wege nicht gewinnen kann. Und dass zweitens genau diese Dinge, die dann angestoßen werden, diese Dinge, die uns da vorgelebt werden, auch hier Schule machen und dass die Merzens und Spahns und Linnemanns und von der AfD will ich gar nicht reden, dass all diese Pfeifen kapieren, dass das nicht die Zukunft ist. Die Zukunft sieht anders aus. Dass der Merz begreift, dass er nicht die Zukunft ist? Ja, es wird das schwer, es wird ein steiniger Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein, aber. Den würde ich jetzt auch nicht zitieren. Das, ist ja. Das war ironisch. Ich habe ihn ironisch zitiert. Das haben wir alle sofort bemerkt. Aber ja, also das wäre beeindruckend, wenn das passiert. Wenn diese Art von Typ einfach keine wirkliche Rolle mehr spielt, das wäre wirklich sehr wünschenswert. Aber was für einen guten Job die Merkel damals gemacht hat, ne? Den zu verhindern. Ja, man muss eben nachhinein auch nochmal, kann man auch nochmal echt. Ja, definitiv. Das hat sie gemacht, ja. So. Darf ich noch ein. Weil, mir endet das hier zu positiv. Nein, ich ja, das wollen wir natürlich nicht. Ich finde gar nicht, dass das so positiv ist, aber gut. Nein, ich möchte nur sagen, was wir ein bisschen ausgeklammert haben, sind natürlich Frauen, die internalisierten Sexismus gegenüber Frauen auch ausleben, ne? Und auch dann eben wieder gegenüber Männern. Und das sehen wir ganz stark in der Bewegung der Evangelikalen. Und da möchte ich einfach nur auf einen Podcast hinweisen, Feminist Self Control mit Annika Brockschmidt und Rebecca Entler, die das ja sehr schön und auch humorvoll dekodieren. Also man hat dann so ein bisschen Comic Relief in diesen Podcast-Folgen. Aber das ist ja auch nochmal ein ganz großes Thema. Ne? Es geht ja nicht nur um Männer, die Männer unterstützen, sondern auch Frauen, die sich das System zunutze machen, die denen das vielleicht auch einfach entspricht. Ne? Also das Ding ist, vielen Menschen entspricht es auch einfach. Es passen halt nicht alle rein. So kriegen wir ein System hin, in dem sich mehr Menschen wohlfühlen können, als das aktuell der Fall ist. Und da, finde ich, kann man nochmal hingucken. Also auch da nicht vergessen, also die Frauen oder nicht die Frauen entpolitisieren, nur weil sie irgendwie diesen Tradwife-Content hochladen und so tun, als wären sie nur Heimchen am Herd und so. Das ist hochpolitisch. Ja. Genau, das ist hochpolitisch und auch da sozusagen die eigene Gewalterfahrung legitimieren, indem sie sie sozusagen weitergeben und sagen, das muss halt so sein, ich war halt nicht gut oder ich habe diese Schläge verdient oder ich habe diese Diskriminierung verdient. Das sind Erklärungsmuster, die sind total internalisiert von vielen Menschen, die Gewalt erlebt haben. Das ist unglaublich schwierig, das zu dekodieren. Und dass man das mit im Hinterkopf hat. Also auch das ist es einfach, ist so unglaublich vielschichtig auf so viele Arten und Weisen. Ja, wir kamen ja gar nicht zu diesem Ding von wegen, wo wir wieder den Mann, den wir nicht zitieren, zitieren, Thomas Gottschalk, der irgendwie sagt, ich habe meinen Kindern eine geklebt und ich glaube, ich hatte keine so dünne Haut als Kind. Da ist mir ja komplett das Gesicht runtergefallen. Also darüber haben wir tatsächlich gar nicht geredet, weil das ja auch etwas ist von wegen, das war damals ja, ne, also damals war das ja noch völlig in Ordnung, Kinder zu schlagen und mir hat es auch nicht geschadet. Etwas, was ich auf Facebook, glaube ich, gefühlt jeden Tag lese von Leuten, die sagen, mir hat es auch nicht geschadet, wo man nur drunter schreiben kann, doch hat es, sonst würdest du eine Scheiße nicht schreiben. Ja. Also das... Da, ja, mein Gott, da, vielleicht ist das nochmal ein extra Thema. Das ist, das würde ich auch sagen, das ist nochmal ein extra Thema, weil es auch etwas mit Beziehung zu tun hat, weil die Gewalt ja von den Menschen ausgeht, von denen man eigentlich annehmen sollte, dass sie einen beschützen und lieben. Also das ist wirklich schwer zu dekodieren, diese Gewalt, die da ausgeübt wird. Das glaube ich, das müsste ja nochmal eine eigene Folge machen, was das mit Menschen macht und welche Auswirkungen das dann auch gesellschaftlich hat. Ja, an dieser Stelle würden wir gerne eine Einladung aussprechen, Frau Hespers. Wollt ihr da nicht lieber jemanden haben, der es ja wirklich mit auskennt? Ja, vielleicht zusätzlich. ich glaube trotzdem, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir, also wo sich ein fast schon natürliches, also kein Ende, das ist nicht in Sicht,
aber ein möglicher Exit-Point für den heutigen Abend präsentiert. Darum meine Frage an dich, Katrin, gibt es Dinge, die du gerne empfehlen möchtest, gerne von dir selbst? Also deine Social-Media-Links zum Beispiel, die werden hier auch schon die ganze Zeit gepostet. Ich freue mich aber, wenn du das nochmal einmal selber sagst. Wo findet man dich? Was findet man da von dir? Was von diesen Dingen sollte man sich dringend angeschaut haben? Oder vielleicht gibt es auch Dinge von anderen Leuten, die du empfehlen möchtest. Sei bitte schamlos. Ja, sei komplett schamlos. Das ist das Einzige, was wir dir bieten können als Gegenleistung. Genau, so ist es. Hau raus. Ich nehme an, ihr habt mich eingeladen, weil ich seit 11 Jahren einen feministischen Podcast moderiere, den ich mitgegründet habe und der inzwischen große Reichweite hat, aber auch immer noch gerne noch mehr Reichweite bekommen darf. Weil je mehr dazukommen, desto mehr Unterstützerinnen finden sich auch. Also der heißt Feminismus für alle. Viele kennen ihn auch noch als Lila Podcast. Das ist auch noch der zweite Titel. Also er hat zwei Titel, das geht auch. Und da sprechen wir sehr intensiv über genau solche Thematiken eigentlich auch immer. Also es geht wirklich immer ans Eingemachte und über Geschlechterrollen und über Rassismen, über andere Diskriminierungsformen, die da mit reinspielen. Dann gerne auch alles von Haus 1 hören. Das ist das Podcast-Label, das ich gegründet habe. Wir produzieren ganz viele verschiedene Podcasts, also für alle, die sich entweder für journalistische Recherchen total interessieren oder aber auch, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, politische Bildung im Allgemeinen wird genau da auch richtig. Wird hier gerade auch gepostet, sehr gut. Und dann würde ich aber auch gerne zu dem Thema heute noch einen Podcast empfehlen, der heißt kurz gesagt Italien. Ich hatte es ganz am Anfang schon mal gesagt, dass in Italien auch dieses Frauenbild im Fernsehen bis heute noch zu sehen ist, was wir Gott sei Dank einigermaßen, glaube ich, geschafft haben zu überwinden. Und darüber spricht der Host in einer Folge wirklich mit verschiedensten Journalistinnen, auch Italien-Korrespondenten, die das aufdröseln, wie dieses Frauenbild im Fernsehen letztendlich dazu führt, dass bis heute Italien der EU-Staat ist, in dem die wenigsten Frauen arbeiten oder berufstätig sind. Also, weil einfach das nochmal so gut zeigt, dass es was macht. Es macht was, wenn sowas einfach die Normalität im Fernsehprogramm ist. Das macht was mit Menschen und was sie sich für sich selber vorstellen können, ob sie sich groß denken, ob sie sich klein denken. Und das beschreibt dieser Podcast ganz wunderbar. Also wenn man da noch ein bisschen in die Tiefe tauchen will, an diesem Beispiel Italien, wo ich wirklich finde, dass es großartig erzählt ist. Kurz gesagt Italien. Ja. Genau. Mhm. Und Kada, ist es nicht auch so, dass ihr mit Haus 1 die ersten Frauen in Deutschland waren, die ein Podcast-Label gegründet haben? Das stimmt nicht, denn die Pool-Artists waren vor uns da. Ah, ich wusste es nicht mehr ganz, ob Maria Lorenz zuerst da war oder ihr zuerst da wart. Ich habe euch, glaube ich, eher mitgekriegt. Maria war schneller. Das ist eine Unverschämtheit. Aber wir waren mit Bernd das Brot das erste rechteckige Kinderfernsehprodukt. SpongeBob kam ein Jahr später. Das möchte ich an der Stelle nochmal erwähnt haben wollen. Nein, ich finde das deswegen tatsächlich erwähnenswert, weil das ein riesengroßer Schritt war und das auch wirklich für die Podcast-Szene eine große Bedeutung hatte, dass Frauen da auch auf die Produzentinnen-Seiten gegangen sind. Also nicht nur selber moderiert haben, sondern das auch professionalisiert haben. Es hat einfach eine Signalwirkung. Also auch für mich gehabt damals, ne? Dass ich nicht alleine war. Deswegen finde ich das wichtig, das auch nochmal zu sagen. Ne? Total. Das, wie gesagt, Repräsentation matters. Ihr wart da, ne? Und deswegen hat man das Gefühl gehabt, okay, da geht was, das können wir auch machen. Also, ist bis heute auch so, dass Frauen seltener gründen als Männer. Und da kann sich gerne auch noch ein bisschen was ändern. Und wenn sie es tun, das ist auch ganz interessant, dann ist die Hauptmotivation, dass sie das Gefühl haben, dann sind sie die eigene Chefin und können besser über ihre Freizeit bestimmen. Also Vereinbarkeit wieder mit Beruf und Familie, was ja meistens an den Frauen hängt. Deswegen verdienen sie dann auch deutlich weniger als Männer, die gründen. Weil sie einfach weniger arbeiten. Aber halt eben Herren über die eigene Zeit. Immerhin etwas. Und sie verdienen immer noch mehr, als Frauen im Durchschnitt verdienen. Also von daher, gründet! Nora. War doch ganz gut, dass ich es nochmal angesprochen habe. Definitiv, auf jeden Fall. Nora, wie schaut es bei dir aus? Was möchtest du nach draußen promoten? Und bitte sei auch schamlos.
Ja, ich glaube, das meiste findet man auf meiner Website norahespers.de. Das, was ich gerade nochmal aktuell gemacht habe, ist der Zum Feind gemacht Podcast. Da haben wir die dritte Staffel. Auch da gucken wir uns Machtverhältnisse natürlich an. Wir gucken gerade in der aktuellen Staffel zum Beispiel auf die Wiedergutmachungsgeschichte, also darauf, wie NS-Ideologie auch da nachwirkt, welche Menschen die sogenannte Wiedergutmachung beantragen konnten und welche in diesen Verfahren weiter diskriminiert worden sind. Das sind wirklich, das sind harte Geschichten, aber ich glaube, man muss sie sich anhören, damit man versteht, auf welchen Ebenen Diskriminierung und wie lange Diskriminierung nachwirkt. Also es ist wirklich, also ich fand das wirklich nochmal, nicht, dass mir das vorher nicht bewusst war, aber das an konkreten Geschichten nochmal zu erzählen, das hatte wirklich nochmal eine andere Qualität. Deswegen finde ich diese Staffel auch nochmal sehr besonders, die wir da gemacht haben. So, das ist das eine. Das andere ist der Sport Inside Podcast. Ja, es gibt viele Frauen, die moderieren, aber es gibt nicht so viele Frauen im Sport, die in der Hintergrundberichterstattung arbeiten. Und auch wenn ich die Themen da nicht selber recherchiere, aber das präsentieren zu dürfen, macht großen Spaß. Und auch da geht es um Machtverhältnisse. Und Sport hat da nochmal eine ganz besondere Funktion und gesellschaftliche Funktion, weil wir über diese Sportthemen gesellschaftliche Themen erklären können, die es sonst ein bisschen schwieriger haben. Deswegen würde ich den auch noch mal gerne nach vorne stellen. So. Und den Rest, den habe ich in den anderen Podcasts schon erzählt. Deswegen, ihr findet euch zurecht, da bin ich ganz sicher. Ja, genau. Ich glaube auch www.norahespers.de ist eine sehr komfortable Art, um einfach zu sehen, was du alles machst. Um mal loszugehen. Um mal loszugehen und dann kein Privatleben mehr zu haben, weil man dann, glaube ich, wie viele Jahre kann man denn hören, wenn man nur deine Sachen hört? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht ausgerechnet. Wir haben jetzt heute den 157. Was denkst du, den Podcast aufgenommen? Okay, ich verstehe. In diese Richtung geht es. Okay. Ja. Alles klar. Hoxilla, wie sieht es bei euch aus? Ihr habt gerade erst eine neue Folge veröffentlicht zum Thema. Die verschollenen Lighthouse Keepers, also die verschollenen Leuchtturmwärter 1900 auf den Flannan Isles. Mhm. Ein Fall, der bis heute nicht geklärt ist, aber über den es sehr, sehr viele Geschichten gibt. Das heißt, ihr habt ihn auch nicht erschöpfend geklärt, aber ihr habt nämlich eine Empfehlung. Nee, aber wir haben die plausibelsten, genau. Okay. Das, was am plausibelsten erschien aus allen Materialien, haben wir rausgestrichen. Und Donnerstag gibt es aber schon die nächste Folge. Und da geht es um ein Yeti-ähnliches Wesen, was dafür gesorgt hat, angeblich, dass eine ganze Stadt in Alaska weggezogen ist. Ja, was? Und Hals über Kopf geflohen, wegen eines Bigfoots. Wenn ich Yeti, nicht Bigfoot, natürlich. Genau. Ihr findet Sachen. Ja, das dann am Donnerstag. Genau. Gibt es morgen ein Relive? Nein. Nee, morgen ist kein Relive. Nächste Woche. Nee. Auch nicht. Mitte November, 15., 16., genau. Irgendwie so der Mittwoch. Aber am Donnerstag machen wir Alle bekloppt. Das ist ein Format, in dem die beiden DiplompsychologInnen Alexander Waschkau und Sophia Krabweis Fragen aus dem Chat zu diesem Thema beantworten. Ich darf das moderieren und das liegt uns wirklich sehr am Herzen, weil man da, wie soll ich sagen, so am ersten auch so dieses Gefühl hat, man tut etwas, was wirklich vielen Menschen offensichtlich, also zumindest laut der Rückmeldungen, echt hilft. Und das ungeachtet der Tatsache, dass es sich hier um keine echte Beratung handeln kann, weil es nur eine Chat-Nachricht ist. Und trotzdem hilft es sehr vielen Menschen. Und das ist wirklich sehr, sehr erfüllend. Und wir freuen uns da sehr. Und entstigmatisiert. Das ist ganz, ganz eben wichtig. Genau, weil wir halt alle bekloppt sind. Nur halt vielleicht anders bekloppt. Also, vielen, vielen Dank. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Unter anderem Demut. Danke, Katrin. Danke, Nora. Wieder viel zum Nachdenken. Und ich hoffe, euch im Chat geht es auch genauso. Und wenn ihr vielleicht einfach mal ganz kurz hier im Chat unsere Gästinnen feiern wollt, wäre das jetzt der Moment mit ganz viel Clap, Clap, Clap. Ja, da kommt es auch schon. vielen, vielen Dank. Das war wirklich, danke euch, wirklich großartig. Großartig. Und ich fühle mich sehr gehirngewaschen. Und das ist eigentlich das, was... Gott. Ja, was auf eine gute Art. Also ich begrüße das wirklich sehr. Und morgen ab 9.30 Uhr ist unser Steffen auch wieder hier live, bis nachts um 12 nehme ich mal an, weil der halt gar kein Ende kennt. Den kann man auch gerne unterstützen, indem man einfach mal reinschaut.
Vielen Dank. Nächste Woche, sollen wir noch nächste Woche ankündigen? Was wissen wir es denn schon, was wir machen nächste Woche? Ja, wissen wir schon. Nein. Was wissen wir denn? Wir wollen über das Thema Sicherheit für Europa Fragezeichen sprechen. Unter anderem über das Sicherheitspaket und die Idee, wenn wir nur alle Grenzen zumachen, dann wird es ganz sicher. Dann wird alles gut, ja. Und da haben wir unseren Politikwissenschaftler Dirk van den Boom dabei und Gilda Sahibi. Und das wird wahrscheinlich sehr eine gut. ähnlich fantastisch. Ja, schwere Sendung, aber ich glaube, darüber sollten wir auch nochmal diskutieren. Ja, und das machen wir dann am Dienstag. Definitiv. Nächste Woche. Vielen Dank nochmal. ich schalte jetzt den Stream mal ab. Wir verabschieden uns aber nochmal anständig. Und bis bald. Danke an den Chat, danke an die Moderatoren und Moderatorinnen, nämlich gerade noch. Und bis bald. Dankeschön. Danke euch. Tschüss. Schönen Abend.